Moin Leute, hi und willkommen zu Starseries Nummer 7, Power Rangers gegen Next KZ. Wir hatten gerade Alliance gegen Team Empire. Das VOD wird höchstwahrscheinlich schon ab sein, wenn ihr das hier auf YouTube oder sowas guckt. Wenn ihr auf dem Livestream seid, dann war das gerade ein bisschen komisch für euch, aber so ist das leider. Wir freuen uns, mal wieder ein bisschen für euch casten zu können. Wenn ich sage wir, dann habe ich zwei Leute mit dem Boot, die... Nein, den einen kennt ihr, mit dem kommentiere ich in letzter Zeit ein bisschen öfter. Das ist ahcos. Hallo? Hallo. Achso, hallo, ja, hallo, natürlich. Und der andere, ein Gast, den ich mich sehr freue, weil er in der Lage sein wird, uns sehr, sehr viel Info zu geben, ist natürlich Alex, aktuell Teamcaptain von Übelst, formerly Supportspieler auf Mausports zu goldenen Zeiten und er wird ebenfalls uns Gesellschaft leisten. Alex, what's up? Yo. Ja, wir haben gerade über unseren guten alten Freund René gesprochen. Wenn ihr René nicht kennt, es ist Kebab. Hat im International 2 auf MTV gespielt und in der Nase gebohrt. Und wir haben gerade darüber geredet, es ist ein neues Team aufgetaucht. Ja, René's Stream-Team ist aufgetaucht und es besteht aus Arise, Come With Me, Bumbo und Snake Kick. René ist sehr aktiv momentan in der Dota-Szene, spielt sehr viel Public und ja, ich weiß auch, dass er mit diesen Spielern zusammen sehr viel gespielt hat und auch, dass die Idee eines Teams im Raum stand. Allerdings muss ich zugeben, dass René heute durchaus verwundert reagiert hat, dass sein Name in dem Team auf offizieller Seite auftauchte. Von daher kann man natürlich noch nicht ganz sicher sein. Und ja, wir hoffen natürlich alle, dass René bald wieder in der Szene aktiv sein wird. Sindarin ist ja jetzt auch teamless geworden, soweit ich da informiert bin. Tatsächlich. Ja, Spilling the Beans! Davon wusste noch keiner, Mann, aber gut zu wissen. Auf jeden Fall, René ist wieder back in biz und das ist eigentlich schon eine wunderbare Nachricht. Ja, hast du vorhin dir zu schnappen für Übelst, oder? Das wäre auf jeden Fall eine sehr gewichtige Ergänzung, aber wir werden mal schauen. Das ist schon interessant, Ich weiß nicht, ob wir uns... die SKCs als Gehalt leisten können, weil René hat da sehr explizite und hohe Forderungen und auch ein Bäcker des Vertrauens. Ja, ist aber interessant, dass wirklich so ziemlich alle Leute, die in den letzten Monaten und Wochen irgendwie als Freelancer aufgetreten sind, tatsächlich jetzt in dieses Team gerutscht sind. Plus Kebab, lange in der Versenkung verschwunden, jetzt wieder aufgetaucht. Man darf ja nicht vergessen, Kebab ist wirklich ein Oldschooler, der hat schon sehr, sehr lange gespielt. Allen möglichen Teams, also einer durchaus bekannteren Leute in der deutschen Szene. Wenn ihr ihn nicht kennt, da gibt's bestimmt, Google kann euch sicher weiterhelfen. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Urgestein. Es würde mich auch freuen, ihn wiederzusehen. Den guten Leiter spielt auf jeden Fall jetzt in der letzten Zeit immer mit Honey abends. Honey streamt und Kebab ist drauf und dann sind sie permanent sich gegenseitig nur am Flame. Das ist eigentlich ganz unterhaltsam. König Kebab. Ja. König Kebab. Alex, hast du zufällig das Spiel gerade gesehen? So ein bisschen. Also ich habe auch einmal reingeschaut und habe halt gesehen, dass Alliance irgendwie ziemlich weit vorne war. Einmal, ich denke, sie haben dann auch gewonnen. Ja. Hast du den, und also ja. Mir geht's halt um den Troll-Solo-Mitte, den Empire da gespielt hat, was, ich kann mir gar nicht so ein gutes Bild von dem machen. Vielleicht könntest du mal so ein bisschen deine Gedanken mit uns über den Troll teilen. Ich will ehrlich sein, wir haben nicht so viel gescrimmt, deswegen ist es schwer einzuschätzen, wie gut dieser Troll in der Mitte ist, weil wir jetzt einfach noch nicht... Wir haben einmal dagegen gespielt und ziemlich kassiert, aber haben selber noch nicht gespielt und es ist alles noch ein bisschen mit den vier neuen Helden in der Version, ist alles noch so ein bisschen random, also zumindest für mich im Moment und ich blick noch nicht 100% diese Stärke von den Helden, man blickt noch nicht so ganz durch und es ist alles noch sehr vage, auch in den Picks, wie stark jetzt eben Lua und Centaure und Troll und die alle eben sind. Aber ja, er ist auf jeden Fall ein sehr mächtiger Held, stark auf der Solo-Lane, kann auch auf Carry-Position gespielt werden. Theoretisch ging es sogar Supports, hatte ich mir auch schon überlegt, weil er eben, er hat ja im Prinzip zwei Nukes mit seinem zweiten Spell. Und dieses Ulti ist halt auch sehr, sehr supportive, sag ich mal, für irgendwelche Gyros und so. Und ja, wir werden sehen, ich denke, den Held wird man jetzt in nächster Zeit ein bisschen häufiger sehen, so wie auch die anderen neuen Helden. Einfach wird ausprobiert werden und zum Style, was das Beste ist, muss ich eben erst noch finden. Arkos, irgendwas zu den Helden zu sagen, die jetzt irgendwie ins CM reingekommen sind oder zu dem Draft, den wir gerade vor Augen haben, dann gerne. Ja, also ich halte eigentlich alle vier Helden durchaus dazu in der Lage.
im Competitive einzusteigen. Den Loa sieht man ja, also Lord of Avernus, beziehungsweise wie er hier heißt, Abaddon. Lord of Avernus wäre halt Dota 1, aber hier heißt er Abaddon, den sieht man ja schon ziemlich häufig. TC ist letztens von Fnatic gespielt worden, relativ schlecht meiner Meinung nach von Era, aber hat trotzdem seine Stärke gezeigt, wie ich finde. Troll wird jetzt auch sehr häufig gespielt. Centaure wurde, glaube ich, mal von Virtus Pro gepickt oder gegen Virtus Pro gepickt. Da habe ich auf jeden Fall auch schon zweimal gesehen, seit er jetzt drin ist. Und perfekter Übergang. Vielen Dank, dass Power Rangers und NextKZ da so freundlich sind für uns. Nämlich, die haben auf Seiten von Power Rangers Troll gebannt. Und NextKZ hat gerade Abaddon gebannt. Also scheinen diese beiden Teams sich der Stärke dieser Helden durchaus bewusst zu sein. Ja, und alles irgendwie in der zweiten Bannphase auch. Das haben wir auch in dem Spiel gerade eben gesehen. Also tatsächlich scheint es so, dass in der ersten Bannphase natürlich die Plätze noch reserviert sind für die Gesichter, die wir da eben jetzt gerade sehen. Und dann in der zweiten so ein bisschen angepasst an die Helden, die jetzt aktuell reingekommen sind. Jetzt natürlich sind der Tauren Chieftain und auch der Centaure noch drin. Centaure ist auch so ein Held, wo ich mich so ein bisschen frage, wo pendelt der sich ein? Ist der ja so im Bereich, also vom 1 bis 5 Spektrum, wüsste ich jetzt nicht so genau, wo ich ihn einordnen wollen würde. Alex, wo würdest du denn so einen Centauren spielen? Würdest du den eher so im 1er-Bereich oder eher im Support-Bereich? Oder? Also er würde eher im 1er-Bereich gespielt werden. Support-Bereich fehlt einfach, dass er einfach ein Melee-Held ist mit einem Melee-Stun und das alles in allem ist meistens nicht so gut. Oder wenn du, sagen wir mal, du spielst gegen irgendwelche Clockworks auf der Offlane, dann bist du ein Centaure, was willst du machen? Ich meine, du brauchst irgendein Setup vorher und das ist meistens nicht so gut, wenn du einen Support unbedingt ein Setup vorher schon unbedingt brauchst, um effektiv zu sein. Deswegen, man kann ihn gegen manche Helden in der Mitte spielen, das geht auf jeden Fall, habe ich schon gesehen. Ansonsten würde ihn man entweder halt, wenn man offensive geht, da sozusagen den zum Tauchen als Offline-Helden und dann mit zwei Supports nach Offensive gehen. Das ist halt einfach da schnell. Er ist ja stark auf der Lane, braucht halt irgendwie seinen Blink, um guten Initiate zu haben. Und ist halt schon sehr stark, sehr tanky oder eben wirklich auf 1er-Position, wobei er eben, ja, so ein Überrennheld eher dann ist in dem Sinne. Farmt sich kurz sein 2-3k Gold, was er eben haben will, Vanguard Hood oder einfach die schnellen Dagger mit Power Trades und so, und dann ist er schon sehr, sehr stark. Kann fast jeden Helden dann solo töten mit gemachten Nukes. Ja, stimmt wohl. So, wir sehen jetzt einen Doom, Third Pick von Power Rangers. Den sehen wir auch ein bisschen öfter mittlerweile, den Helden. Ja, ich muss sagen, Doom ist einer meiner Lieblingshelden. Ich mag ihn sehr. Man schafft es halt dadurch, so ein Held der Gegner kannst du damit quasi nutzlos machen und gleichzeitig kannst du halt auch noch ein bisschen tanky sein und gut den Wald farmen und sowas. Alles, also der Held als solches gefällt mir einfach vom... Ich mag ihn, pick ihn selber sehr gerne. Schön ihn, dass man ihn jetzt häufiger sieht, sag ich mal. Ja, das ist der gute alte Alex Doom. Den hat man häufiger im Wald gesehen. Das ist genial. Auf jeden Fall legendär. Aber ganz ehrlich, dagegen... Also, NextKZ hat da meiner Meinung nach gut mit dem Clockwerk reagiert, weil das ist wirklich so ein Held. Er ist so eklig für einen Doom. Wenn er einfach versucht, daher zu laufen und dann kommen die Cox in den Weg. Wenn die Cox gemaxt sind, der kriegt keinen einzigen Charge davon ab, ist er komplett OM. Also muss ich halt irgendwie so eine... Entweder man muss... Aspera ist das, glaube ich, das Team, was momentan Doom fast immer pickt. Also schon meistens Second Pick und so einfach. Spielen ihn auch auf verschiedenen Positionen, also Offlane und Mitte und Support. Ist auch, Doom ist da relativ variabel, man kann ihn halt, sag ich mal, immer irgendwie in den Wald stellen, egal in welcher Rolle er ist, oder halt auch ein bisschen ein paar Creeps auf der Lane fressen und er kommt schon irgendwie ein bisschen an Farm und Items, das kriegt er schon meistens irgendwie hin, ja. Egal in welcher Rolle man ihn spielt und ja, letztendlich braucht man halt nur unbedingt dieses Ultimate und damit kann man auch, sag ich mal, viel abusen, wenn man zum Beispiel Sentinel oder ist eigentlich egal, wie ich sage, wenn du so einen Puck in der Mitte hast und die Gegner irgendwas anderes, sobald Puck Doom Level 6 in Minute 8 oder so, dann kannst du den Mittehelden einfach immer töten. Er kann nicht weglaufen aus Puck-Ulti und ist gedoomt. Und sowas kann man halt ein paar Mal abusen, sag ich mal, und einfach die Midlanes zu gewinnen und 2-3 Kills auf dem Solo-Laner zu holen. Ja. Ja, es wird auf jeden Fall interessant. Konstellation, die sich hier abzeichnet. Ich meine, wir sehen, haben zuallererst mal bei Power Rangers einen Naga First Pick gesehen.
Hat sich so ein bisschen entwickelt auf dem TI3 mitentwickelt. Der war schon vorher, wurde Naga gepickt auf Support. Aber so richtig den Durchbruch, meiner Meinung nach, gab es halt dann erst auf dem TI3. Mittlerweile ist er tatsächlich zum First Pick geworden. Wer ja. hätte das gedacht? Also ich hätte es so nicht unbedingt gedacht, aber gut. NextKZ dann natürlich mit Visage reagiert. Auch einer der Picks, die auf TI3 ja, sehr, sehr hoch geratet waren. Die auch fast jedes Spiel gepickt oder gebannt wurde. Nicht komplett, nicht 100%, so wie Batrider, aber nahezu. Genauso Weaver, auch so ein Modeheld, der jetzt in der letzten Zeit richtig rausgekommen ist. Er war schon die letzten die Monate vor dem TI ziemlich stark. Auf jeden Fall wurde häufiger mal gespielt, aber nicht so regelmäßig wie dann auf dem TI. Da wurde er ja, permanent gespielt. Und deswegen, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, NextKZ fehlt jetzt halt noch die Carries. Und gegen Power Rangers halt noch die ja, wahrscheinlich ein Hard Carry auch noch fehlt. Muss man halt sehen, was die jetzt da nehmen. Irgendwelche Vermutungen? Ja, es ist schwer zu sagen, weil man kann überhaupt noch nicht. Weaver kann man halt, man kann damit offensive gehen, können die auf jeden Fall machen. Naga Siren, Weaver, Venomancer, ist alles möglich, dass die, dass es halt so eine offensive Line wird, weil vor allem NextKZ hat halt Visage, was stark ist, aber Nyx und Alchemist auch. Die, also wenn Nyx Support ist und Alchis sind halt beides Melee-Helden, das suffert natürlich ein bisschen gegen sowas wie Viva, Venomancer, Naga Siren, ist einfach sehr eklig, dann auf die Lane zu gehen. Doom kann halt auch auf jede Rolle gehen und deswegen ist es, also Power Rangers hat den Vorteil in Picks, man kann überhaupt nicht wirklich predikten, was sie machen wollen. Weil Viva, Doom sind einfach sehr, sehr variabel als Helden an sich, können Mitte, Offlane, Safelane gehen, beziehungsweise Doom sogar Support und ja, deswegen keine Ahnung, was Power Rangers jetzt picken wird. Es ist einfach alles möglich. Jeder Pick ist noch viable, sag ich mal. Ah, Storm Spirit kommt. Ja. Okay. Was? Das heißt jetzt, wir sehen einen Doom auf der Lane? Also, ist eben, also was es am wahrscheinlichsten ist, ist, dass eben Venomancer Naga Support sein werden. Und entweder sie gehen mit der Lane halt offensive und wie Doom geht auf die Safe Lane, was halt geht. Gegen Clockwork, ja, ist ein bisschen even die Lane. Clockwork ist halt eklig mit den Cogs und Battery, aber Doom hat halt eben sein Searched Earth und kann, wenn er ein bisschen Glück hat, kann er halt schnell in seine Türen fressen und sustain dann seine Lane sehr gut. Oder halt, sie spielen ganz normal Safe Lane und schicken eben den Doom in den Wald. Mhm. Wenn wir sehen, was sie machen, ist. Ja, schwer zu predikten, ist halt beides sehr viable, deswegen. Ja gut, jetzt haben wir noch den TA-Pick von Waterfuck, also ein bisschen kontraintuitiv gegen den Venno, der schon auf dem Feld ist. Also die wollten halt den Storms, also Queen war gebannt, Puck war glaube ich auch gebannt, deswegen, es waren schon viele Mithelden raus, sie hätten sich überlegen können, ob sie den Nyx erst mittig stellen, aber haben sich halt beschlossen, noch TA zu picken, sehr, sehr lane-starker Held einfach, auch gegen Storm, kann ihn da ein bisschen OCS auf jeden Fall. Ich wäre ihn natürlich, also wird ihn vermutlich nicht ohne irgendwelche Gangs töten können, aber ja. Vielleicht können wir trotzdem noch eine Überraschung erleben. Das ist durchaus noch möglich, dass wir sowas wie Solo Safe Lane Storm, Offensive Try und Weaver in der Mitte komplett abgedreht. Aber genauso könnte halt auch die TA beispielsweise Safe Lane gehen und dann schickt man trotzdem noch die ja gut, der hat jetzt schon. Sieht nach Mitte TA auf jeden Fall aus, sieht ja. nach Bottle Build aus ja. und ist auch gepoolt genau. einmal. Aber was ich damit sagen wollte, es ist durchaus, da gibt es auch für NextKZ hätten da durchaus noch Optionen gehabt. Das Einzige, was sie halt nicht als Option haben, so wie Power Rangers, ist halt der Jungling Offlaner. Den haben sie halt mit Doom die Möglichkeit, das so zu machen, den einfach in Jungle zu stellen, farmen zu lassen. Das hat halt NextKZ nicht. Die werden auf jeden Fall einen auf die Offlane stellen müssen, aber Clockwork ist auch, wie ich finde, ja, wenn er gut gespielt würde. Offlane. Ja, auf jeden Fall. Er bekommt immer irgendwie ein bisschen was. Und aber es sieht so aus, dass auch Power Rangers offensive ist. Bettelt sich jetzt hier im Wald. Wenn Venomancer dann Gale auf irgendwas trifft, könnte das schon frühes First Blood sein. Schauen, ob. Okay, das wird ein Go vielleicht. Ja, Stalker ist ja echt krass dran. Und jetzt zieht sich Power Rangers auch erstmal zurück. Ja, ja gut. Also sie hätten da was töten können, NextKZ, weil Power Rangers war richtig dumm gesplittet, in dem Sinne. Zwei Helden, Viva, Veno waren irgendwie vorne. Und sie hätten da meiner Meinung nach ein Veno goen können, aber sie hatten auch, sie hatten nicht so viel Vision. Sie haben halt diesen Tago weggegessen und mal geschaut und dann, ja, sag ich mal, nicht, waren nicht so in Position, dass sie da instant jetzt hätten goen können oder waren sich auch nicht ganz sicher, ob sie stärker sind.
Deswegen haben sie erstmal nichts gemacht, aber kleine Chance ist halt schon verpasst, sag ich mal. Power Rangers Offensive und Doom oben gegen Clock, wie erwartet, oder was heißt wie erwartet, aber war auf jeden Fall eine Möglichkeit. So, wenn wir uns jetzt mal die Bottom Lane anschauen, wie gefällt euch eigentlich diese Tri-Lane auf der Bottom? Wenn Alex, du jetzt irgendwie diese beiden Dreierkombinationen zur Auswahl hättest, welche von beiden würdest du jetzt nehmen? Also würdest du lieber diese Aggressive Power Tri-Lane? Power Rangers auf jeden Fall. Okay. Der Nyx ist ein bisschen, sag ich mal, ein Greedy Support in dem Sinne, dass er eben Melee ist und wenn die Gegner offensive sind, macht er nicht viel. Und Alchemist wird so seine Probleme haben, wirklich an CS zu kommen, wenn Aveno halt ein bisschen aggressiv ist, sag ich mal. Also ich finde, Aveno steht ein bisschen, das sollte nicht zum Wald stehen, sondern einfach auf die Lane und Alchemist, Viva Aveno, Harris, da macht der Alchemist nicht viel. Muss halt aufpassen, dass er nicht gegoat wird, aber ich sag mal, sie können auch regoen mit Naga Sirens, auch sehr stark. Aveno ist sowieso guter Level 1 Held. Vielleicht wollen sie einfach, dass die Weaver Level 2 ist für Sokuchi, damit die noch besser harassen kann und deswegen haben sie sich ein bisschen auf die von der Wellen gestellt. Das wäre naheliegend. Wie finden Sie das, dass, oder Arcos, findest du, dass das Venomancer jetzt die Gale noch genommen hat? Meinst du, das ist eine, klar, für die Early Clash ist mega wichtig, aber meinst du, das ist jetzt auch ein Game, wo man Poison Sting auch noch hochskillen kann, gegen TA und sowas? Poison Sting sollte er, denke ich, auf jeden Fall ein Level reinsetzen, wird er wahrscheinlich auch machen. Aber Gale ist einfach so ein wahnsinnig starker Level 1. Also für das Early Games gibt es eigentlich keinen stärkeren Disable. Das ist ein absolut lächerlich starker Disable am Anfang. Und eigentlich ist es überhaupt kein Disable. Ja. Es ist ein Slow, ja. Es ist ein Slow, aber das zählt ja auch als Disable. Also als Wort her. Aber egal, lassen Sie sich da drüber reden. Streiten jetzt nicht darüber. Genau. Jedenfalls ist das ein wahnsinnig starker Spell auf den Early Levels. Also von daher denke ich, dass man den auf jeden Fall auf Level 1 skillen sollte, zumindest in den allermeisten Fällen. Ja, denke ich auch. Ja, also ich finde halt auch dieses Passiv. Auf Level 1 manchmal mit Venno frage ich mich so. Ja, Poison Sting ist manchmal auch sehr nett. Einfach mal alles hier draufhauen. Ja, aber wann brauchst du. Also ich meine. Du hast halt wirklich nur diesen Passiv noch. Level 1, Venus Slow, einmal ist ein Gegner auf der Position, dieser Slow ist slowed viel, sag ich mal. Ja, stimmt wohl. Und lange. Jetzt haben wir den Go-Bot auf Reese, aber der dodgt den Slow. Hätte er den Gale getroffen, NA wäre tot. Ich bin auf jeden sicher. Fall. Mantis kriegt den jetzt dann raus. Nee. Ein bisschen messy auf jeden Fall. Equal geht jetzt auch nochmal rein. Jetzt kommen da die Goes. Oh mein Gott, da kommt noch der Stun hinterher! Algi kriegt den Kill auf Naga! Jetzt kommt noch der Chase hinter Venomancer hinterher! Reese haut nochmal seine zwei Kill-Pace raus! Weaver rennt direkt rein, ist ihm eigentlich scheißegal, kriegt danach trotzdem den Kill! Und da oben haben wir jetzt die Gale! Das sind echt ein paar krasse Alex-Gales da! Also, oh Mann, ja! Was ist da gerade passiert, Arcos? Naja, das Problem ist einfach von Venom. Wenn man sich Gale anschaut, das hat einen langen Cooldown, kostet viel Mana, sodass Support Veno das eigentlich nur ein einziges Mal casten kann und so lange ist der halt einfach komplett useless. Dagegen kann man halt die Supporter von Next KZ können ihre Spells auf jeden Fall zweimal verwenden. Und ja, das macht dann halt einen Unterschied. Ne? Also ich meine, Veno ist auch nicht unbedingt der beste Rechtsklicker auf den ersten Level. Wenn er halt bei einem weglaufenden Gegner ist es gut, wenn man ihn quasi in den Rücken reinspucken kann. Aber ansonsten hat er nicht besonders viel Range. Sag jetzt was, um mit dem Venomancer hier, der zweier sein Gale ist, wäre Poison Sting auf Level 1 wohl die bessere Wahl gewesen. Ja. Sozusagen. Ganz genau. War schon ganz schön bitter hier für den Venom-Spieler. Auf jeden Fall steht es jetzt 1-1 aktuell. Und ich glaube, nächstes Jahr wohl das First Blood bekommen. Wir sehen es am Goldgraf so ein bisschen erfahrungstechnisch auch. Sehr wichtig, auch dass Alchemist das gekriegt hat, weil Alchemist ist halt. Er ist halt ein Alchemist. Wenn er im Early ein bisschen rollt und er mit Game halt Platz kriegt, dann wird er definitiv der gefarmteste Held auf der Map sein. Und ja, deswegen ist es so ein First Blood sehr wichtig, weil am Early kann man Alchemist halt noch einigermaßen aufhalten, sag ich mal. Ja, jetzt sehen wir auf der Top-Lane auch interessanterweise, der Doom wird von Stalkers Clockwork auch ein bisschen auseinandergenommen. Also ist nicht jetzt so, CS-technisch liegt er einfach vorne, der Offlane-Clock. Da hat der... Auch, muss man allerdings auch sagen, also an sich glaube ich, dass Clock die
Lane leicht gewinnt. Wenn Doom jetzt nicht gerade, ja, so Satyren-Level 1 wäre perfekt für ihn, sag ich mal, kriegt er halt nicht immer, hat er Trolle. Und der Glock hatte auch die Top-Lane-Ruhen, was Double-Damage war, was auch genau. Ersten zwei Waves waren dann natürlich ihm. Also man sollte das wirklich nicht unterschätzen für einen Melee, der auf sein Mana angewiesen ist, das Clockwerk einfach nur. Das macht es, ich will nicht sagen unmöglich, die Lane zu gewinnen, aber es macht es sehr, sehr schwer. Ja. Der haut also einmal. Mike ist, glaube ich, der einzige Melee-Held, der eindeutig gegen Clock gewinnt. Ja. Wer ist der einzige Melee-Held? Nikes. Ah, okay. Also Brute vielleicht auch noch auf Safe. Vielleicht auch Nex. Ja, das könnte auch sein. Jetzt haben wir ein Netz von Nagasaru. Wir hören hier, wie die Bottle poppt von Alchi. Der will gleich mal irgendwas richtig langes stun. Haut findet auch sein Target hier auf der Nagasaru. Da kommt die Soulstone von Eko noch hinterher. Da kommen die Stick Charges. Können sie sein Leben retten? Die Rechtsklicke kommen raus, aber es ist einfach nicht genug. In der Zwischenzeit ist nichts dessen down gegangen. Zweite Soulstone schon fliegt raus von Eko. Kriegt den Veno Kill. Venno. Okay, Venno macht ein paar komische Sachen. Ja. Mantis wird ebenfalls sterben. Double Kill auf Weaver, das könnte vielleicht sogar ein Dritter werden. Ja. Nee, Reeves ist da. Ja, nee, die wird nicht. Oh doch, sie dived. Okay, das war doof. Das ist ein bisschen risky. Equal hat nicht das Mana von der Soul Assumption und Weaver ist jetzt gerade so ein bisschen im No Man's Land. Aber nichtsdestotrotz mit seiner Rotation, er wäre jetzt nicht die beste. Oh, Doom in der Zwischenzeit kriegt einen Kill Omer auf Clockwork. Solo, ohne Doom zu benutzen. Wie hätte das denn geschafft? Das hätte ich gerne mal gesehen. Er hat jetzt aber auch ein besseres Creep auf der Lane, den Satyren. Ja, ist halt. Geld für die Aura. Das gibt ihm genau diese 3 HP-Recken, die er irgendwie braucht. Oder 4 hat es sogar, um halt. Das ist halt wirklich das perfekte Creepen, Anführungszeichen. Es gibt ihm so viel zu setzen. Oh, Mitte! Ja, Mitte kommt auf Waterfucker. Jetzt kommt. Ja, da ist der Gale-Setup. Da wird er auch nicht wegkommen. Dreht sich nochmal um und will kämpfen gegen Zedexi und kriegt ihn noch sehr low, aber. Der Kill geht in auf die Seiten von Power Rangers und TA kann niemanden mit in die Hölle nehmen. Yep. Ja, das ist Power Rangers, dass die Top-Lane, ja wie gesagt, die war ja eigentlich gewonnen, aber dass er jetzt da solo stirbt, ist natürlich ziemlich blöd. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass der Glockberg vielleicht sowas versucht hat. Ich habe da gerade eine große Wave oben gesehen, dass er sowas gemacht hat, wie halt einfach mit Battery auf den Doom zulaufen und sich in der Creepwave verhaspeln, verschätzen mit der ganzen Situation und dann kloppt der Doom ihn einfach mit wie heißt es denn, sein Burning Dingskirchen hier, Scorched Earth, einfach kaputt. Das kann passieren, aber es ist natürlich trotzdem, sollte nicht passieren. Ja, wir sehen auch Arcane Boost jetzt auf Doom, klar, der Held, der braucht Mana sehr, sehr dringlich. Ist das, wäre es auch eure Boots-Wahl gewesen? Ja. Sind auf jeden Fall die besten. Auf jeden Fall. Also fürs Early Game, irgendwann später kann man über BOTs und oder sowas nachdenken, aber. Top Rune Spot findet Doom sich jetzt wieder und realisiert das. Oh, oh nein, der Hookshot! Schön gemacht, verdienter Kill hier für NextKZ. Die andere Alternative wäre, ich meine, klar, Power Threads gehen eigentlich fast immer. Aber Faceboots sind halt auch sehr schön, wenn man die Möglichkeit hat, weit zu chasen. Das Problem ist halt nur, dass NextKZ da wirklich unangenehme Helden hat. Du hast gegen diese Helden nur relativ schwierig die Möglichkeit, oder nur relativ schlecht die Möglichkeit, wirklich weit zu chasen. Gerade wenn dann so ein Clockwerk, wie ich schon gesagt habe, wenn du einmal in die Cox reinläufst, hast du schon kein Mana mehr mit Faceboots und kannst eventuell deine Spells nicht mehr benutzen. Ja. Und das wäre halt wirklich, wirklich bitter für Doom. Also da ist auf jeden Fall die Mana-Boots in dem Setup gegen zwei Mana-Burner, effektiv zwei Mana-Burner mit Nyx Assassin und Clockwerk Hawk. Ja, ist das auf jeden Fall die richtige Wahl, weil er braucht sein Mana, ansonsten, wenn er kein Mana im Fight hat, naja, ist er useless. Ja. Wir gucken uns den Goldgrafen nochmal eben an. Wir sehen einen leichten Vorteil von NextKZ, liegen aber einen Kill hinten. Langsam sehen wir auch, dass die ersten Rotationen zwischen den Lanes anfangen. Waterfuck in der Mitte, Equal taucht auf, wobei Support ist ja aktuell einfach so eine sehr wichtige Rolle, aber es muss vielleicht kurz warten, weil Waterfuck wird gegoldet, aber es könnte ein bisschen zu spät sein. Der Slow trifft trotzdem auf der Max Range. Im letzten Moment schön das Doom auch noch. Das war also gut, dass das doch gemacht hat. Das Max Range. Ja, Hookshot jetzt auf ZXC. Kommt er da weg? Will jumpen. Ne, der wird sterben, denke ich. Stalkcat wird gechased. Oh mein Gott. Er hat den Hit gemisst. Also den Slow Hit. Er hat da gerade auf Creeps gebraten, das ist natürlich bitter. Aber da hat man schon gesehen, irgendwie so eine Aktion hätte es halt auch
gerade eben mit dem Doom oben sein können vom Clockwerk, weil er jetzt auch gerade ja, einen Fight genommen hat, da war es absolut klar, dass er da nichts würde holen können. Wir waren die Mates vom Storm einfach viel zu nah dran. Ja, vielleicht war er da auch ähnlich übermütig, als er eben versucht hat, gegen den Storm, gegen den Doom zu töten, zu kämpfen und daran gestorben ist. Wer weiß. So, Visage ist gerade in die Mitte gegangen, um so ein bisschen auch gegen diese Situation gewappnet zu sein, um WTF helfen zu können. Nach 10 Minuten, Level 5, 3 Viertel. Level 6 auf Visage ist ja einfach ein verdammt wichtiger Skill, dass man die Familias hat, auch wegen dem Stun, um damit sowas wie Weg-TP nicht so schnell passieren kann. Ist diese Bewegung jetzt einfach qualitativ von Visage jetzt in die Mitte, ist das quasi richtig oder falsch? Kann man das gar nicht so sagen? Oder hätte Visage sich mehr um sich selbst und die Level kümmern müssen? Sie hat, sag ich mal, die Level, also die war Level 4 und jetzt im Vergleich zu den anderen Supports ist sie sogar vorne und also Nyx, Visage brauchen viel Level und sie haben es jetzt irgendwie durch ein paar Hin- und Her-Killstraten und so, aber jetzt hat sie es geschafft. Visage steht auch 2-0-2 da, also. Und ist außerdem jetzt Level 6. Die ja. Ja, das ist Level 6, ja. Also. Man sollte sich da nicht zu sehr drauf versteifen, auf keinen Fall, dass man so sich denkt, oh, ich brauche aber Level 6, deswegen werde ich mir jetzt die, mir es sparen, irgendwie so Early Fights zu nehmen und meinen Midlaner meinetwegen auszuhalten oder dem Safelaner. Aber das sollte man auf keinen Fall machen, weil letztendlich ist es so, dass die Safelaner dann für dich als Supporter die Möglichkeiten mitkreieren, um Leute zu töten, Tower zu pushen und so. Das kannst du als Supporter halt einfach sehr, sehr schlecht machen, wenn die, Safe-Laner, Mid-Laner schlecht ins Spiel kommen, hast du viel weniger Möglichkeiten, früh Druck zu machen. Und deswegen, das sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass da alles richtig läuft. Das ist dann erstmal wichtiger, als dass du als Supporter dein Level bekommst. Wenn du so früh bekommst, umso besser, aber wenn es halt nötig ist, musst du auf jeden Fall aushelfen. Ja, Bordogon ist ein dicker Push von Power Rangers. Die Glyph wird genutzt, aber wir haben eine TP auf Clockwork, da könnte jetzt theoretisch reinkommen. Tia hat keine, aber dennoch zeigt sich Power Rangers gerade so ein bisschen slow. Jetzt kommt aber die Ulti von Nagasawa und da kommt der Dive auch noch. Jetzt kommt die Frage, wen fokussen sie? Sie wollen Mantis, sie wollen den dicken Alti zunächst runterfokussen. Weaver kommt rein, Mantis noch ziemlich stark. Ich höre einen Doom ebenfalls. Nicht sicher, wer da gerade getroffen wurde, ist auch erstmal egal. Alti geht down, Venomaster ist bereits tot. Starcat wird gerade runtergefokust, da kommt der fette Dive. Vier Helden unter dem Tier 1 Turm, kriegen einen zweiten Kill. Jetzt der Chase, ja, nix war das Doom-Target. Ah, Doom ist gleich weg, da kann er weglaufen einfach. Ja, sehr gut gesehen. Ja. Aber trotzdem ein gutes Doom letztendlich, weil es hat den Nyx komplett aus dem Fight genommen. Er hat kein Impact gehabt, konnte nicht stunnen, kein Care Pace, keine Ulti. Und deshalb, unter anderem deshalb hat Power Rangers den Fight jetzt 2-1 gewonnen. Will noch Goen jetzt, aber das ist das Entry. Nein. Boah, ja, da hat er ein bisschen. Er hat Care Pace nicht angemacht, er hätte kurz Zeit, das zu machen. Bitter. Ist aber ohnehin fraglich, was er sich dabei gedacht hat, weil hätte er einen bekommen, ich weiß es nicht so genau. In jedem Fall wäre er halt auch selber auch gestorben und hätte den Tower nicht treffen können. Es wäre schon so Solo-Kill-Experience gewesen, es wäre es auf jeden Fall wert gewesen. Aber hätte er wirklich einen bekommen können? Also er dachte halt, er wäre Invis und könnte wirklich damit reingehen und hätte halt die Naga dann schon bursten können. Vor allem, da waren noch Visage Birds dabei. Vielleicht hätte er sogar... Ja. Vielleicht wollte er auch einen Deny. Der hohe Armor von der Naga ist ja gerade deswegen so ein ganz besonders außergewöhnlicher Support, dass du auch mit der so schön Trilance spielen kannst, weil die einfach auf Level 1 irgendwie 6 Armor hat oder sowas. Also ich meine, das ist bitter. Naga ist auf jeden Fall einer der vielfältigsten Helden, also allein durch die Ulti einfach sehr viele Möglichkeiten. Ja, haben wir gerade gesehen. Also da konnten Power Rangers einfach richtig schön dezent in den Tower diven gehen und auch vorher sich ein klares Bild über die Situation machen und dann ganz in Ruhe entscheiden, was sie jetzt machen. Doom konnte sein Target wählen, der Rest konnte den Alti fokussen und sobald dann der erste Held tot ist, der andere ist quasi aus dem Kampf raus, da ist der Rest natürlich auch schon sehr leicht erledigt. Jetzt sehen wir den Tier 1 Turm in der Mitte ebenfalls fallen, nachdem der Tier 1 Bottom gepusht wurde. Und langsam kommt der Ball ins Rollen hier auf Seiten von Power Rangers. Der Farm, der baut sich auf. Doom hat jetzt schon einen Mech fertig. Und die ersten Items, ganz, ganz wichtig, die kommen zusammen. Waterfucker hat jetzt schon einen Shadow Blade. Alchi will sich ebenfalls eins zusammenbauen. Die Frage ist jetzt gerade so, was für Items erwarten uns gerade auf Seiten von den Dire. Das Mech definitiv extrem wichtig und ansonsten, ja. Weaver spart noch so ein bisschen.
Viva wird, denke ich. Lincolns? Ja, vermutlich. Lincolns wäre schon auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Netz auf Starcat. Und ich finde das schön, wie Power Rangers einfach jede Lane, eine nach der anderen, mal ins Auge fasst. Aber sie gone unten in Alchi. Tatsächlich, Alchi wird gegold, Mantis einfach extrem low und geht down, wird von Doom runtergehackt. Ja, jetzt kommt aber oben der Counter-Go halt vielleicht, aber der Rest von Power Rangers ist schon mal gut zurück. Sleep ist halt. Ah. Ja. Aber ich denke, okay. Na, Netz. Sleep? Ja. Nee, ja, wollte er nicht für einen Support-Veno. Lohnt sich nicht. Erst Support-Veno und zweitens ist er in den Cox drin. Oh, vielleicht hätte es sich doch gelohnt, weil er jetzt, wenn er jetzt stirbt, TP ja, sind halt auf Cooldown, das ist sehr bitter. Also halt ein TP ein bisschen zu viel gemacht, sag ich mal. Aber jetzt sind sie genau vor der Base, wenn sie jetzt entsprechend reagieren könnten sie vielleicht. Gibt's ja, aber können sie nicht, die TP sind halt, sie sind zu dritt runter TP. Da kommt letztendlich nichts, auch wenn die es noch Doom sehr weit Stall Cat. Doom ist jetzt. Aber der Weaver ist nicht da, Thea tötet Nagasaren jetzt dennoch und TP't sie jetzt einfach mal raus, weil nichts da ist. Und Starcat könnte das hier durchaus auch überleben. Die Stunts von den Vögeln. Einfach wunderschön gemacht von Visage. Die Wölfe. Okay. Ja, bitter für Power Rangers. Die haben zwar den Alchemist unten getötet. Der Tower wurde aber trotzdem, also wurde nicht denied. Und sie haben letztendlich oben den Tower verloren und zwei Helden. Das hat sich also nicht gelohnt. Was ist das hier? Ein TA mit Shadowblade? Habe ich irgendwas verpasst? Das ist ein relativ, sieht man eigentlich relativ häufig. Meistens eigentlich, also ich glaube im Competitive habe ich es noch nicht so häufig gesehen, aber wird auch gebaut. Im Pub ist es definitiv ein häufiger Bild. Ich meine, du kannst einfach direkt an den Gegner ran, du wirst Shadowblade-Hit geben, dann Melt, direkt Melt-Hit hinterher. Ja, ist nicht verkehrt. Okay. Ist ein gutes DPS-Item, weil ich finde es jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Aber ja, es geht noch. Wenn sie kommt, ein bisschen auf das Game drauf an. An sich wird es schwer für ihn zu stormen. Viva wird er nicht töten können mit Shadowblade. Und ja, gegen, in Teamfights macht es letztendlich auch nichts, weil halt da Sentries stehen wegen Nyx schon. Und gegen Tier hat man halt meistens eh schon Sentries dabei. Aber wenn es jetzt so eine Outtake, so was wie jetzt mit Visage Birds, das kann halt ein bisschen was bringen. Das macht auch viel Druck, sag ich mal. Mhm. Apropos Druck, ist das denn so eine, ist es möglich im Spiel, wahrscheinlich ist es, also, was ich mich frage, ist diese, oh, jetzt kommt erstmal der Go hier oben an den Top, Rune-Spot, Equal, kriegt erstmal einen Kill auf Venomancer, bevor er selbst an Doom stirbt. Und jetzt kommt ein Hookshot auf ZXC, der hat noch ein bisschen Mana, um sich da rauszujumpen aus den Cox, aber jetzt ist er schon fast komplett alle. Doom wird gefokust, geht ebenfalls down, Mantis ist da, mit dem langen Stun, Nagasal will sich raus-tippen, nichts kann es canceln, Naga kommt weg, aber Doom, Storm stirbt. Ebenfalls. Meine Fresse, das war ganz schön stark gemacht von NextKZ. Bottom kam der Split-Push von Weaver, aber es hat jetzt keine Früchte getragen. Also schon wieder, NextKZ kämpfen sich hier echt wieder zurück ins Spiel. Ja, absolut. ja, nochmal zum Thema zurück, also dieses Druck ausüben. Ist das, merkt man das manchmal im Spiel? Jetzt haben wir sie, jetzt können wir machen, was wir wollen. Also es macht auf jeden Fall einen sehr, sehr krassen Power Range. Es meldet auf jeden Fall gerade richtig krass. Mhm. Und es ist einfach, wie soll ich sagen, wenn du gegen irgendwie eine TA spielst, die hat einen Lotas und du weißt halt sofort, die kann dich im Prinzip die ganze Zeit solo töten deshalb. Das ist vielleicht, ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Das ist halt immer... Das ist immer so die Frage, ist man in der Position, ja, während jetzt die arme Visage noch stirbt, hat noch das meiste rausgeholt. Aber das ist halt immer die Frage, ist man in der Position, um sozusagen noch mehr Druck auf den Gegner zu machen? Danach kann man dann halt defensive Items oder offensive Items kaufen. Weil selbst wenn man sagt, okay, Shadowblade ist kein gutes defensives Item, das ist richtig, das ist sogar ein beschissenes defensives Item, wenn sich nur irgendein Support dazu erbarmt, irgendwie Anti-Invis zu kaufen. Aber du hast halt die Möglichkeit, wahnsinnig viel Druck auf den Gegner auszuüben, einfach durch das Wissen, da ist ein Shadowblade-Hero und sobald er irgendwie auf der Karte fehlt, könnte er irgendwo rumlaufen. Ja. Das zwingt dich dann halt zusammen rumzulaufen und vielleicht auch die Supporter-Sentries zu kaufen. Das kann halt wirklich einen Unterschied machen. Allgemein, es reicht schon. So, du siehst Visage-Birds fliegen und sobald da irgendwie dann eine TA da ist, musst du schon Angst haben und kannst nicht mal
musst im Prinzip schon, nur wenn du ein bisschen überzweckst, wegsiehst und Tier nicht auf der Map siehst, musst du weglaufen schon. Mhm. Ein dicker Hookshot in die Roche Pit. Boah, Moon ist oben auf dem Highground. Ganz, ganz wichtig. Aber Stalker wird aber runtergefokust. Und da... Sleep. Die sollten echt sleepen und Roshan machen. Ja, machen sie auch. Stark richtige gemacht. Entscheidung auf jeden Fall. Und jetzt sollten sie... Zwei Leute stunnen. Equal geht down, da kommt ein Stun von Reeves, aber es ist mittlerweile schon ein bisschen zu spät. Doom stirbt noch, stark gemacht. Zedixi hat kein Mana mehr, auch riesig. Naga geht down, aber vier Helden. Das passt, also. What the fuck, er räumt auf. Oh mein Gott, nein, tut er nicht. Zedixi, diese Uphill-Misses, unglaublich. Und Stormsfield hätte sogar noch das Aegis gehabt, aber was war das denn? Unlucky. Da, letztendlich perfekter Fight, also für all Power Rangers. Next, der Clockhook war eigentlich richtig. Richtig gut. Roshan war noch nicht so low, dass man instant sleepen konnte und hat. Aber das Problem war, er hat die Viva out of position, also halt auf die Slip gezogen, aber sie konnte halt einfach timelapsen. Wenn er da jetzt irgendwie den Doom dahin gezogen hätte, das wäre mehr crucial gewesen, sag ich mal. Hm. Ja, aber trotzdem. Gutes Decision Making von Power Rangers. Dass jetzt natürlich der Storm seine Aegis noch hat, das ist wirklich bitter. Aber selbst dann hätte wäre es auf jeden Fall wert gewesen, weil. Sie haben das Roshan-Gold bekommen, sie haben den Fight gewonnen. Ja. Steckt sich auch in den Graphen nieder, also das Gold ist jetzt, mittlerweile pendelt sich das ein und nur noch 1000 auf Seiten von NextKZ. Tower haben sie einen Vorteil, ja, und jetzt natürlich mit dem Roshan, mit den Kills, ist Erfahrung auf Seiten von Power Rangers übergeschlagen und die Items kommen jetzt halt auch. Ne? Neben dem Aegis hat Storms auch ein Orchid und ein Gem. Ja. Das wird halt sehr viel machen. Vor allem dieses Aegis gibt ihm so viel Freiraum für die nächsten 5-6 Minuten, dass er halt einfach, er weiß das selbst, er kann den Fights einfach richtig committen, selbst wenn er stirbt. Die Gegner werden Ressourcen für ihn verwenden müssen, Stunts und halt Melt-Damage, was auch immer. Tier muss Ressourcen verwenden und er hat viel Mana jetzt und hat eben dieses Aegis. Deswegen, sie sind sehr confident und pushen jetzt einfach den Tower deshalb. Ja. NextKZ hat es schon verstanden und ja, gehen halt schon instant auf Split-Push, wollen eben Tower traden oben. Mhm, ja. Aber ich sag mal so, okay, die haben noch eine Glyph, das ist natürlich gut für sie. Ich weiß nicht, ob Power Rangers jetzt eine Glyph hat, aber falls ja, Storm kann einfach rein TP'en und die können das, denke ich, defenden. Ja, aber eine Glyph haben sie noch. Ja. Nee. Vor allem, weil Storm wirklich einer der besten Aegis-Träger überhaupt ist. Das ist ein ganz exzellenter Hero dafür, weil er nicht nur seine HP wieder voll verwenden kann, sondern auch sein Mana wieder voll verwenden. Normalerweise sagst du ja, wenn dann Hero respawnt, dann hat er seine ganzen Spells schon auf Cooldown. Dann ist das Mana, sag ich mal, ja nicht gewastet, aber es ist auf jeden Fall, man kann es nicht nutzen, man kann es nicht irgendwie in irgendwas umwandeln, in Schaden meinetwegen oder sowas. Storm kann das dann halt zweimal einfach alles rausbursten, voll reinkommitten und direkt immer am Gegner sein. Und auch immer escapen, wenn sie ihn jetzt irgendwie killen, dann naja, geht er halt mit seinem Escape, geht er raus, wenn sie ihn nicht gerade perfekt stunnen oder sowas. Was natürlich möglich ist, aber normalerweise sollte er in der Lage sein zu escapen, deswegen sehr guter Aegis-Träger. Und das ist ja auch so ein Ding, es gibt gute Aegis-Träger, es gibt schlechte Aegis-Träger, Storm finde ich einer definitiv der Besten. Kann damit wahnsinnig viel machen. Ja, ja, ich meine, wie viel Lockdown braucht NextKZ, um den Storm halt runterzuhauen? Ich meine, aktuell... Brauchen eigentlich nur... Also braucht gar nicht mehr so viel. Die brauchen einen Stun und eben eine Tier, die ihn in dem Stun melt-hittet. Die macht schon sehr viel Damage. Okay. Und Storm ist nicht so tanky. Wenn er halt gestunt ist, nur 1200 HP. Und das ist halt... Er kann viel Chaos machen. Wenn er den Nyx erstmal silenced und dann kann ihn vielleicht töten, schon alleine oder Visage. Und das ist halt... Es gibt ihnen auf jeden Fall eine krasse Edge in den Fights, dieses Aegis. Ja, wollen auch ein bisschen dodgen im Moment, also. Okay, ja. Gehen den Fights aus dem Weg, man gerade. Es gibt natürlich, Viva hat ja jetzt halt gleich diesen Desolator. Mit dem Desolator können sie dann, ja, während sie auf Tower gehen, hat ihn jetzt ab. Kommt gerade angeflogen. Wollen jetzt den Top Tower. Oh, ganz gefährliche Situation hier aktuell. Ah, dieser Hookshot und der Stun, wunderschön gemacht. Da kommt der Sleep. Oh. Ah, nein, ein bisschen viel Kommunikation. Da kommt der Stun auf Zedixi. Er hat aber noch den Aegis. Jetzt müssen sie kämpfen. What the fuck, haut das BKB raus. Da kommt der Schaden. Doom geht sofort down. Er konnte sein Ulti nicht benutzen. Nagasound ebenfalls down. Buyback von Doom. Will wieder reinkommen. Dann jumpt sich das Stormspeed wieder raus. Er hat immer noch das Aegis. Das müssen sie im Hinterkopf behalten. Venomancer stirbt ebenfalls. Das war eine Katastrophe für Power Rangers. Die müssen sich erstmal jetzt zurückziehen. Meine Fresse. Doom hat keinen Doom rausgekriegt, das war sehr crucial.
Das auf die TA kriegt, bevor die irgendwie was machen kann. Ja, ja. Das Sleep war auch, es hat den Nyx, sag ich mal, gesaved. Oder was heißt, er ist gestorben, aber das Orchid war danach weg. Und Storm ist, hat im Prinzip alles richtig gemacht, ist gejumpt. Orchid, oh, jetzt wird die TA hier getötet. Ja, apropos Jump, yo, und Weaver kriegt er den Last Hit, der Nuke Damage von Doom auch noch mit von der Partie, also. Stark gemacht, TA in Helden, in Next Case jetzt nicht so stark verlieren kann. Und ich finde jetzt, wo wir es uns mal so anschauen, von den Helden, von den Items, von der Spielminute, 25. 19:20. Also, das hat echt das Potenzial, auch mal ein ziemlicher Nailbiter zu werden, wenn ihr mich fragt. Das wird auf jeden Fall 1-2 Tower sie kosten. Also, ich denke, Top Tower können sie nicht defenden. Sehen. Ich meine, der Venus ist zwar Mitte, zeigt sich aber nicht auf der Lane. Naga ist auch noch nicht ganz da, aber sie wissen es halt nicht. Ja. Ohne TA können sie nicht fighten und sie wissen halt nicht, wo die anderen, dass die anderen Helden noch gar nicht in Position waren zu fighten. Also sie wissen gar nicht, dass sie doch hätten fighten können. Ganz genau. Vielleicht auch, ich habe mitbekommen, dass auch insbesondere von den deutschen Zuschauern halt auch einige nicht so halt auch zum Teil, oh, jetzt geht erstmal Mantis down. Dass halt auch viele Zuschauer eher Neulinge sind und so ein bisschen überlegen, wie man jetzt ihr eigenes Spiel verbessern kann. Und da fällt mir ein Interview ein von Dandy, wo er darüber geredet hat, es ging um diesen Navi-Style, als er noch relativ neu war und vorher noch sozusagen angedacht war, dass dieser chinesische Dota-Spielstil, dass das sozusagen das Nonplusultra war und Navi dann irgendwie reinkam und mit dem Push-Stil irgendwie alles umgekrempelt hat und mittlerweile ist ja, hat die Dota ja ganz geändert. Worauf ich hinaus möchte, ist das Thema, das Dandy angesprochen hatte in diesem Interview, dass man nicht überall auf der Map kämpfen möchte, sondern man muss sozusagen strategisch intelligente Orte wählen, wo man kämpft, die sozusagen einen gewonnenen Teamfight auch belohnen mit Towern oder sowas. Wie macht man das? Also, oh, jetzt geht erstmal nochmal der Venomancer down. Wie, also, Alex, wenn ihr da jetzt irgendwo pusht oder sowas, ihr... Vielleicht kannst du mir mal kurz erzählen, wie sozusagen der Gedankenprozess ist, wenn es darum geht, das meiste aus dem Kampf herausholen und zu entscheiden, ob wir jetzt kämpfen oder nicht. Naja, also ich will das so sagen, man kämpft sehr oft einfach um Objective Goals, also Tower oder Roshan. Das ist halt logischerweise die Dinge, die das Game am meisten entscheiden und das ist halt, da versucht man einfach zu fighten für, dass man da Vorteile kriegt. Oder halt, wenn man das eben nicht hat, dann hat man oft noch Outtake-Helden und probiert einfach auf der Map Kills zu holen. Wie, was hier Storm und Nyx und Tier ja auch die ganze Zeit probieren. Ja, also wenn ich das sowas sagen darf, ich habe ja auch ein klein wenig Erfahrung, 2 Jahre her, aber zumindest habe ich das in meiner Zeit, als ich Captain gemacht habe, habe ich es halt so gemacht, also angenommen, die Lanes, alle 3 Lanes waren zu unserer Seite gepusht. Dann muss man halt erstmal versuchen, ganz logisch rauszupushen, das ist ganz natürlich. Aber dann halt sozusagen in der Vorwärtsbewegung, wenn die eigenen Creeps in der Vorwärtsbewegung sind, dann versuchen, irgendwie Fights zu nehmen, weil man dann die Möglichkeit hat, damit Tower zu holen. Dagegen, wenn man halt der Rückwärtsbewegung ist, dann Fights zu nehmen und zu gewinnen, naja, das sind halt defensive Fights. Da muss man gucken, will man die überhaupt nehmen oder will man den Gegner lieber ins Leere laufen lassen und die Zeit lieber zu nutzen und zu farmen. Irgendjemanden auf eine Lane zu schicken, wo gerade kein Gegner ist und den ein bisschen split pushen lassen. Aber dieses Creep-Momentum sollte man definitiv nicht unterschätzen. Jetzt mit der Backdoor-Änderung, die seit ein paar Jahren drin ist, ist es halt noch sowieso nochmal was ganz anderes. Aber persönlich, also das halte ich für einen wichtigen Faktor dabei, dass man halt immer guckt, also einfach Fights nehmen, um der Fights willen, bringt nicht besonders viel. Das sieht man dann gerade in Publix, wenn irgendwelche Smokes kommen, total ohne Grund. Man rennt einfach zu dritt, zu viert in den Wald rein, holt einen, dann ist er tot und man denkt sich so, jo, super, und dann gehen sie wieder zurück und farmen weiter. Das hat einfach nichts gebracht. Man sollte das schon irgendwie, wie Alex gerade gesagt hat, wirklich mit solchen Zielen verbinden. Ja, so ein bisschen verkoppeln. Also ich meine, ist ja auch ahcos in unseren Pubs einige Male passiert, dass irgendwo gekämpft wird. Irgendwie alle Tower sind down und es wird an der... Oh, der Veno wird getötet werden. Der bewegt sich nicht so gut, ne? Der ist jetzt 0-9. Ja, das ist nicht sein Game, sag ich mal. Aber von Veno ein ekliges Spiel einfach nur. Veno ist ja sowieso nicht besonders. Tanky hat keine Escape, ist langsam, wenig Rüstung, bla bla bla, etc. Und wir haben einfach verdammt viele Helden, die ihn auch einfach solo killen können. Quasi jeder von den Gegnerhelden kann ihn problemlos solo killen. Ja, Mantis muss jetzt sein BKB nutzen.
und haut den Stun gerade raus auf sich selbst. Aber das wird Gott sei Dank dann nur den Schaden machen. Der Stun ist nicht da. Aber wir sehen schon, was für ein Problem dieser Storm wird. Ich stelle mir den Jungen gerade hier mit der linken Sphere vor, dann wird es noch schwieriger. Ja, ich weiß gar nicht, ob er hätte eine Big HP bauen können, sollen. Ich weiß nicht, also ich denke, es wäre das Beste gewesen. Hat jetzt nichts gekauft. Vielleicht sogar in der Hoffnung, dass er eben ein Aegis kriegt und dann Creedy noch sogar auf Hex, Bloodstone, was auch immer gehen kann. Ja. Ja, will das schon machen. Ja. Ich sag mal so, das ist eine gute Idee, wenn er jetzt das Aegis kriegt. Ansonsten ist es ziemlich risky, muss ich sagen. Gut, Sawcat ist wieder in der Position. Ready mit dem Hookshot. Ja. Die Rakete fliegt, gibt ihm diese Vision. Naga Siren ist da als Backup-Plan. Das ist natürlich ein riesiger strategischer Vorteil. Nicht nur sind sie auf der Dire-Seite, sondern haben auch diese Fette. Sag mal so, sie sollten Roshan kriegen. Allein wegen Naga. Sie wird einfach sleepen, wenn er auf 1000 HP ist und oder jetzt. Oh, was hat der da gemacht? J4 wird jetzt gefokust. Roshan geht in der Zwischenzeit aber trotzdem down. Und Weaver kriegt den Aegis, interessanterweise. Naga Siren geht down, jetzt geht der Kampf los. Disabled wird equal. Er geht down. Mant ist ebenfalls gefokust, immer noch gesilenced. Cheshire kehrt der Doom. Hat einen Doom rausbekommen. Wird die jetzt aus dem Fight nehmen. Ja. Sie gewinnen deshalb den Fight. Weil Tia ist der Damage Dealer im Moment. Alchi ist halt ein Alchi, aber ihm fehlt, sag ich mal, noch dieses. Alchi braucht meistens so das eine Item, um Head zu sein. Ja, das war jetzt so ein klassischer Fall. Der Storm war einfach sehr, sehr übermütig und ist da reingesprungen. Und war dann plötzlich ohne Mana in einem Clockwerk drin, der noch Battery Assault hatte, ist dann daran einfach gestorben. Naja, ich meine. Aber er hat sein Zeug, sag ich mal, er hat sein Zeug gemacht, er hat alles Mana rausgehauen, die haben den Fight gewonnen. Er wird doch jetzt gleich seinen Platzdown haben, weil die werden einen Tower bekommen dadurch. Auf jeden Fall, nee, also so gesehen, strategisch gesehen war es kein Fehler. Es war halt nur witzig anzusehen, weil das halt so ein Move ist, irgendwie der ganze Fight ist schon super gelaufen, man hat einen vielen. Hat fast alle Leute vom Gegner getötet und der letzte Hero läuft noch so weg und man hat die Möglichkeit hinterher zu gehen. Man blinkt vorwärts mit der Quap oder liebt hinterher mit der Potem oder was auch immer, blinkt hinterher mit seinem Blinkdagger und dann steht man plötzlich in der Situation und verreckt einfach freudig. Mantis ist da, hat ein AC jetzt auch schon, wahrscheinlich seit einer Weile. Haut seine Ulti raus, wird geslowed. Visage geht in der Zwischenzeit Bottom, gegen Weaver down, nicht Bottom, sondern ein bisschen weiter südlich von hier aus gesehen. Chess-Share-Gate geht jetzt gechased, hat Doom noch Tower nicht fertig. Mac ebenfalls auf Cooldown, Tier 2 droppt. Da kommt ein Hookshot auf What the fuck, Team mit. The sexy bot from TA und Doom kommt weg. Ich sag mal, die Weaver ist jetzt nicht mehr zu kontrollieren. Da, also die haben halt Aegis auf Weaver gegeben, nicht auf Storm. Und es ist in dem Sinne, Weaver ist im Moment untötbar für die und sie macht unendlich viel Damage mit Desolator und halt den Crit. Storm jetzt mit dem Bloodstone wird auch schwer zu töten. Vor allem, so der Held, der im Prinzip Storm cutten könnte, ist Nyx. Aber Storm hat ein Gem und er wird draußen stehen und die wird jumpen und instant Nyx silenced und das ist, sag ich mal, nimmt diesen Nyx raus. Und alles andere kann Storm nicht wirklich töten oder zumindest nicht so einfach, weil ohne Nyx gibt es keinen reliable Stun. Den Alchi-Stun kann er halt, den kann man halt immer dodgen und oder zumindest out of range dann gehen etc. Aber so ein Nyx, wenn der Careface ankriegt, während Storm irgendwie ein Revenant macht oder was auch immer, oder halt sein Stun, das wird ihn ownen, aber dadurch, dass er den Game hat, kommt Nyx nicht an den Storm dran. Mhm. Ja. Next KZ braucht jetzt einen ziemlich perfekten Fight, um da was zu machen. Vor allem müssen sie halt, das Problem ist, sie müssen zwei Helden kontrollieren, gleichzeitig kontrollieren, die sehr schwer zu kontrollieren sind. Und das ist halt der Storm. Okay, geht die Visage wahrscheinlich nochmal down. Hahaha, wie der Zedexi ist einfach nicht mal akzeptiert, dass überhaupt diese Cox jetzt stehen. Da war ihm einfach komplett egal. Mantis ist da mit dem Stun, aber. Oh, kriegt sogar noch raus auf dem Highground, ja, der Vision. Venomancer schon wieder. Da geht da. Nee, oh, er hat einen Ghost Scepter, unglaublich! Oh. Storm könnte es dann. Ja, ich finde, Storm hätte sogar jumpen können. Macht er jetzt was? Ja, gut. Nicht so cool. Sag mal, so ein Tick zu spät, aber. Ja. Aber es wird denen wahrscheinlich trotzdem ziemlich egal sein. Also ich meine, der Veno macht zu diesem Zeitpunkt jetzt eh nichts mehr. Der ist eigentlich nur noch dafür da, um für Vision zu sorgen. Das ist halt auch eine Sache, die, finde ich, häufig unterschätzt wird. Vision ist einfach sehr, sehr wichtige Sache und die Veno Wards geben immer massenweise davon. Ja. Und ansonsten
Ansonsten muss der Veno halt einfach nicht. Oh! Ich bin noch im letzten Moment. Wie stark der Nager das Leben fast. Aber das könnte Stalkets. Na? Dieses Blade Mail leistet wirklich verdammt viel. Meine Herren. Ja, jedenfalls. Excalibur muss jetzt einfach zwei Helden gleichzeitig kontrollieren, mehr oder weniger gleichzeitig, die beide sehr, sehr schwer zu kontrollieren sind. Das wird es halt einfach saumäßig schwer. Deswegen brauchen sie die perfekten Teamfights. Sowas meinetwegen, was funktionieren würde, ist, dass meinetwegen Storm und Weaver direkt nebeneinander stehen und einen Alchistan abbekommen. Oder beide Nyx dann. Oder beide von Visage für den Vögeln gelockt, dann lockt werden. Aber ansonsten ist es einfach verdammt schwer. Der Storm kann easy einen Solo töten und die Weaver genauso. Ey, dieser Phenomancer, ne? Whistle geht jetzt down godlike auf ja. Moon. Er wird hinterhergesprungen auf Nyx. Nyx wird einfach getötet, aber da kommt trotzdem ein Stun von Visage Words, glaube ich, war das. Oder Alchi, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall Storm. Battle zwischen TA. Oh, jetzt kommt erst Doom. Ja, natürlich ein kleiner unfairer Vorteil, aber immerhin, TA hat es geschafft, vorher das Shadowblade zu benutzen. Das ist bitter. Solche Sachen sind immer schon wahnsinnig ärgerlich. Doom rauskriegst auf einen Helden, der dann gerade noch seinen Invis rausbekommt. Ja. Also, das ist wirklich ärgerlich. So, was sagen die Statistiken hier, beziehungsweise die Graphen? Klarer Vorteil für Power Rangers hier aktuell. Und wie ihr schon sagtet, ich meine, die haben diese sehr mobilen, sehr impactreichen, aber gleichzeitig... Oh, der Oh no. Ja. Er hat einen Ghost Scepter. Er sollte es überleben. Vor allem Tier traut sich das nicht, weil die Viva halt daneben steht. Ein Gale und sie ist tot. Ja. Wenn sie halt ihr Lotus und Melt committed für den Venomancer. So, Clock hat 3500 Gold. Sucht wahrscheinlich jetzt hier nach einem Aghanim Scepter. Was würde. Was muss Nexcase jetzt machen, um eine Chance zu haben? Wollen sie avoiden und farmen oder müssen sie Smoke ganken und hoffen, dass die Gegner dumm? Sie brauchen das Büssel auf Alchemist, sag ich mal. Damit können die was machen. Sie können den Storm damit gut töten. Mhm. Ein Stun von Alchi halt mit der Büssel auf Storm. Während er hat halt auch BKB, das heißt, der Storm kann ihn für die Zeit nichts machen und TA macht viel Damage. Das ist halt ihr. Damit gewinnen sie dann Fights. Oh, das hier könnte es werden. Das könnte der letzte Kampf sein. Stalkhead ist da, haut die Rakete raus, also die Ulti vom Venomancer, BKB von Mantis. Da ist der Chainlock auf Storm Spirit und die kriegen da tatsächlich den Kill. Wo ist Weaver? Kriegt sie halt den Alki. Ja, Mantis stirbt sofort, Weaver TP'd sich sofort wieder rein. Weaver räumt jetzt auf. Ja, auf jeden Fall. Also Venomancer, er schlägt sich wacker, geht aber trotzdem noch down. Ja. Dieser Doom hat einfach so viel Impact. Er hat sogar noch seinen Mech, aber irgendwie benutzt er es nicht. Möchtest du mecken? Nein, er kommt nicht auf Stun raus. Muss man einfach sagen. Mit dem Mecha. Ja. Jetzt verlieren sie sogar den Fight deshalb. Also. Oh krass. Wie krass. Ah ne, oh, Rampage jetzt auf Moon. Der Junge ist immer noch am Leben und immer noch mittendrin und haut voll drauf. Da hat er den Gem. Oh, schön. Oh. Das war richtig schön. Was für ein Riesenchaos. Die TA hat ja sogar alle Buyback, tot, also effektiv alle tot. Ja, TA hat Buyback, insofern, ja. Gem ist auch weg. Das war eine mittlere Katastrophe für... Ja, eine mittlere Katastrophe kann man nicht sagen, aber es hat es auf jeden Fall... Solche Even-Fights sind immer besser für das Team, was hinten liegt. Ja. Also das war... Was hat Doom gerade... Er hat einfach Mac nicht benutzt, ne? Ja, er hat es vergessen oder war halt... Was häufig passiert, ist einfach, dieser Fight ist chaotisch, man verliert ein bisschen die Übersicht und man panikt einfach im Kopf, man sieht, man geht low HP und drückt dann seine Knöpfe nicht richtig oder verliert einfach komplett die Übersicht. Ja. Also beispielsweise, Ravost hat irgendwie seit gestern bis heute einfach durchgehend gestreamt und was mir aufgefallen ist, wenn's in so krasse Clashes geht, dann ist es echt interessant, wie er da agiert. Also der packt sein Bildschirm wirklich nicht mal notwendigerweise über seinen einzelnen Helden, wenn er jetzt irgendwie einen Range-Helden spielt, sondern wirklich das versucht, so viel von dem Kampfgeschehen wie möglich auf dem Bildschirm zu haben. Und dann macht er halt am laufenden Band, ist es ja eigentlich einfach nur laufend Decision-Making-Dota. Einfach nur die intelligentesten
effizientesten Entscheidungen treffen. Wen greife ich jetzt an und welche Skills benutze ich wann in Reaktion worauf? Und das fand ich schon. Ich glaube, das ist ein. Oh, jetzt kommt hier der fette Go, direkt ein Doom of Waterfarker, der kriegt hier echt keine Hilfe. Er kriegt einen Kill auf Nagasaren, aber danach muss er natürlich raus, weil das Doom einfach viel zu effektiv ist. Dieser Held und dieser Ulti-Doom ist einfach viel zu stark gerade. Auf jeden Fall, trotzdem sind Power Rangers wirklich ziemlich heftig am Throne, also was sie hier, ja, hier gerade machen. Die Viva ist halt gerade nicht in dem Fight gewesen, das fehlt die Damage, sag ich mal. Das fehlt einfach wahnsinnig. Wir hätten viel vorsichtiger stehen müssen. Aber was heißt, sie müssen nicht super vorsichtig stehen, aber sie müssen zumindest so stehen, dass sie einen Go von Next KZ kommen sehen. Was nicht so schwierig ist, sie haben halt, ja, die haben halt die Invis Heroes und Clockwerk. Wenn man Clockwerk auf der Karte sieht, dann ist alles klar. Ansonsten bewegt man sich dahin, versucht man sich so abzuschirmen, irgendwie mit Wards einen Bereich zu kreieren, wo der Gegner nicht einfach durch kann. Und ja, dann halt irgendwo safe farmen und warten, bis der Weaver wieder da ist. Das haben sie halt gerade nicht gemacht, deswegen haben sie ein paar Leute verloren. Es war ein 2-1 Trade, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und naja, ich meine, wenn Next KZ das weitermacht, so ein Alchi im Late Game mit einem Abyssal Blade vielleicht noch dabei, ist schon ziemlich eklig. Storm, ich weiß nicht. Er sollte. Muss irgendwas Defensives bauen, meiner Meinung nach. Ja, sieht ja tatsächlich wieder nach Linkens aus. Er hat das Ultra Orb jetzt geholt. Also entweder Hex oder Linkens, aber. Ja, gut, Hex natürlich, das kann natürlich auch gut sein. Ja, also aber er hat jetzt einen Cheese noch, also er können jetzt schon ausrasten. Vor allem Altimis wird im Moment noch ziemlich gekitet und ihm fehlt das Abyssal Blade, was er halt unbedingt braucht, um jemanden zu, ja, um eben nicht gekitet zu werden, um irgendjemand killen zu können während der BKB. Und die Tier wird gedoomt werden. Das heißt, es ist schwer für. Dieser Doom macht halt. Er macht halt ein Vor und Vor sozusagen und er sorgt dafür, dass Viva. Das Tier keinen Impact mehr hat in diesen fetten Teamfights, es sei denn, die kriegen halt Doom initiated und er kriegt sein Zeug nicht raus. Oh, sie wollen Mitte goen. Ja, sehr stark. Aber. Ah. Das war knapp. Und J4 hat keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ja. Naga ist einfach weitergelaufen. Jetzt können sie halt. Sie wollen auf die Botlane und das war eigentlich eine große Chance. Es war knapp, sag ich mal. Und dieser Outtake hätte viel für Next KZ gebracht, sag ich mal. Weil jetzt sind sie geforst, sie haben keinen Splitfush am Laufen. Das heißt, sie defenden jetzt entweder ihre Lane oder verlieren ihre Rex. Ja, Storm wartet auch noch seine Chance reinzujumpen, hat natürlich den Cheese. Ja. Wenn er nicht gestunlockt wird, dann hat er auch quasi zwei Leben. Das ist Science natürlich direkt auf nichts. Schön reagiert. Dann Dodge, Mantis geht rein, wo ist TA, ist immer noch vorsichtig, da kommt die BKB-Usage, Doom kommt, der kam da gerade rein, da wollte er gerade Doom, da kommt jetzt der Sleep, Doom wird jetzt genutzt, in Kombination mit dem Sleep und dem BKB-Alti einfach mal runter zu fokussen, sehr starkes Spiel von Power Rangers, Zedexy hat noch den Cheese, da kommt die Usage auf dem Cheese und jetzt wird Starcat ein bisschen gefokust, er springt hin und her, jetzt wird Reeves gegolden, Nix Dessen geht down. Storm rastet jetzt aus, ja. Auf jeden Fall. Das Doom auf die TA hat sie halt aus dem Fight genommen, also das heißt, sie ist nicht tot, aber sie konnte halt auch nicht reingehen. Und, ja. Schönes Sleep auch direkt nach der Alchi BKB. Das hat der einzige Held, der BKB anhatte in dem Moment. Und mit Naganetz können sie dann einfach fokussen. Also sie timen das gut, schon das zweite, dritte Mal, dass sie das jetzt so machen und dass wir den jetzt das Spiel gewinnen. Ja, funktioniert einfach sehr gut für sie, definitiv. Und an diesem Punkt ist es jetzt einfach. Also da sehe ich keine wirkliche Möglichkeit mehr für Next Gen 7 mitzukommen. Ja, ja, man soll nicht so früh GG callen, aber. Naja, das ist jetzt schon eine ziemlich böse Situation, in der XKZ da ist. Ja. Tier wird jetzt auch sterben. Ja, jetzt ist es definitiv. Eigentlich ist zwar wieder da, aber kommt der GG-Call. Ist das, als Frage jetzt mal hier, während wir einfach mal dem Gemetzel hier zusehen, kann man hier von einem Outdraft reden? Ha, würde ich nicht sagen. Würde ich auch nicht sagen. Also auf jeden Fall hatten Power Rangers schon auf viele Sachen eine Antwort. Also Naga Siren Sleep einfach so vielseitig. Doom gegen TA nehmen halt diesen richtig fetten Helden raus und Storm Spirit Weaver einfach so schnell und so viel Impact. Das war schon cool. Selbst der Venno konnte da nicht gegen anthrown. Ja, du musst halt einfach als Gegner gegen den Naga beispielsweise, muss man dann halt sich eine bestimmte Spielweise, sage ich mal, überlegen, wie man damit halt umgeht. Du kannst natürlich, sie hätten auch einfach auf noch mehr Helden eine BKB holen können, sodass sie dann die Naga nicht nur einen Helden, sondern dass dann vielleicht drei oder vier Helden stehen. Dann ist das Naga-Sleep beispielsweise direkt komplett bedeutungslos.
Stattdessen hat sich auch der Clockwerk an einem Punkt, wo er, glaube ich, 3800 Gold hatte, hätte er sich eine BKB holen können, hat er nicht gemacht. Templar Assassin hat sich zwei Crit geholt jetzt gerade. Ja gut, die hatte auch eine BKB, aber ich meine, das ist dann halt immer so eine Sache. Wenn du auf deinen Core Heroes überall BKB hast, dann werden solche Strategien halt auch deutlich bedeutungsloser. Ich würde einfach sagen, die haben die Outplayed. Ja. Ich denke auch. Also ich finde, gegen Naga allgemein finde ich so das Beste, einfach ein bisschen, du musst ein bisschen chaotisch initiaten, also du brauchst eigentlich so einen Clockhook als Initiate und wenn du dann in Support quasi schon kriegst oder die Naga selbst, dann müssen die schon Sleep usen, um sozusagen dieses Target zu retten. Und das sorgt halt schon dafür, dass du Sleep nicht mehr benutzen kannst, während jetzt BKBs anziehen und dann jemanden rausnimmst oder dass du halt dann irgendwie einen Roshan, dass du das dann halt Roshan snipest mit Naga-Ulti oder dass du einen fetten Setup hast für dies und jenes. Ist einfach, also gegen Naga Sleep, wenn das so dieses Five-Man-Dota dann kommt, die Gegner haben sozusagen Naga, muss man einfach irgendwie schauen, dass man einen guten Initiate auf Supports kriegt und dass man halt die Gegner wirklich zwingt, dieses Sleep zum defensiv zu benutzen und nicht irgendwie, um dann in Teamfights was ein BKB hält, fokussen zu können. Ja, so, das mal ein Wort. Bevor wir es beenden, nochmal auch ganz kurz für euch, die zuschauen. Erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Bei mir heute auf dem Stream war zum einen ahcos. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und selbstverständlich auch Alex, Teamcaptain von Übelst, der hat vorher bei Maus gespielt. Auch nochmal vielen Dank für deine Zeit. Keine Ursache. Du hast schon vorhin so ein bisschen durchsickern lassen, Sint wird wahrscheinlich nicht mehr bei Mausport sein. Was gibt es sonst noch so? Ja, außer dass René also was definitiv eine große Sache ist. Ja, ich denke auch. Also ich will ehrlich sein, es ist, diese René-News stellt halt einfach alles weiter in den Schatten. Mir fällt da jetzt nichts ein, über was ich noch reden könnte. Naja, ich meine, interessant ist dann natürlich, du hast angesprochen, also Vater ist ja vielleicht irgendwie da jetzt, ne, mit einem neuen Team eventuell am Start, man weiß es noch nicht ganz genau. Was haltet ihr von dem Team? Gemeint, das Team, das ist ein starkes Team. Ja? Also das sind motivierte Leute, viel Erfahrung, Vater, krasser Midlaner, sag ich mal, sowieso. Und, soll ich noch sagen, also ich denke, soweit ich das beurteilen kann, dass das Team sozusagen schon so existieren wird, beziehungsweise so zusammen sein wird. Und dieser Hauptpunkt, warum die es noch denied, ist einfach, sie sind vertraglich gebunden. Mania Mikkel sind an Flipside gebunden, die beiden Franzosen an Quantic und Vater an Maus. Die haben, soweit ich weiß, alle fünf haben Verträge und können natürlich jetzt nicht einfach sagen, okay, wir sind jetzt, also fucking Matt dachte wohl, er könnte das einfach so sagen, aber Vater hat dann gleich halt, und Mikkel und Mania haben halt auch gleich das ein bisschen denied. Also ich weiß zumindest, dass sie zusammenspielen und sie scrimmen auch gerade. Und das ist auf jeden Fall ein sehr starkes Anzeichen, dass sie wohl so auch weiterspielen wollen, aber einfach von der ist es war ein bisschen voreilig, das sollte jetzt noch nicht public gehen, soweit ich weiß. Zumindest nicht, solange sie nicht geklärt haben, wie das jetzt wegen Sponsoren etc. alles aussieht. Ja. Klar, auf jeden Fall ganz wichtig. Aber diese Zerteilung von Mausports, jetzt Vater raus, was passiert jetzt mit den anderen? Du hast gesagt, Sinn ist auch raus, was passiert mit den anderen Jungs? Das wollte ich nämlich auch fragen. Was ist vor allem mit Pass? Pass ist immer, ich finde, Pass spitzenmäßig gespielt. Netter Junge. Das ist, fände ich schade, wenn er jetzt irgendwie so in einem Abseits gestellt wird, irgendwie. Das also, ich will nicht zu viel verraten in dem Sinne, dass ich es auch nicht ganz genau weiß. Pass ist selber sich noch nicht 100% sicher, ob er überhaupt sagen weiter Competitive Dota spielen will oder ist halt einfach studiomäßig, das hat Maus, also Koiqua geht ja zu Liquid, wie man weiß oder nicht weiß. Auf jeden Fall. Ja, es gab auf jeden Fall dementsprechende Gerüchte, die genau. Und, ja, sich verdichtet haben, sagen wir mal. Also es war relativ klar, dass Black und Cinderin nach dem TL raus sind. Die wollten, als Vater wollte halt erst, dass sie so im Core zusammenbleiben. Also die drei eben, Pass, Koiqua und Vater. Und das Problem ist aber, dass es in Deutschland keine, außer Kuro und Honey eben, dass keine Spieler auf diesem Top-Level sind. Wir von Übelst momentan sowieso nicht, sieht man ganz gut in der Stalida-Karte. Und deswegen hat Koiqua wohl auch keine Perspektive in dem Team gesehen und sich dann letztendlich für Liquid, also ich würde jetzt halt vermutlich zu Liquid gehen,
Und damit waren ja nur noch zwei Leute übrig. Und Paz, wer ihn ein bisschen kennt, weiß, dass er jetzt nicht der Typ ist, der dann anfängt, Leute anzuschreiben, sondern er chillt Ja, einfach ein bisschen auf sein stimmt. Leben und spielt ein bisschen CSGO und guckt mal, was passiert. Ja. Ja. Und ja, Ich fände es Vater. jedenfalls verpasst schade, weil das hat zuletzt wirklich so schön stabil und gut gespielt. Einfach auch ein netter Kerl, deswegen. Naja, wird man sehen. Ja, also ich meine, das ist ja auch wieder das nächste Ding. Also auch nochmal an euch, die gerade noch zuschauen, das nächste Spiel werde ich nicht mehr machen können. Aber ich finde diese Transition gerade sehr interessant, weil das ja viele Aspekte gleichzeitig anspricht. Beispielsweise die deutsche E-Sport-Szene. Das ist natürlich auch für jemanden wie Paz oder generell für Leute, die gerade so Anfang 20 sind, die extrem talentiert in Dota sind. Aber die müssen sich ja auch die Frage stellen, ne? Nach so einer erfolglosen Show beim International 3 muss man sich auch denken, ja, scheiße, ich habe voll Bock und das macht mir echt Spaß, aber ich muss ja auch sicherstellen, dass ich irgendwie mein Einkommen sichere, wenn ich es nicht irgendwie bei Dota 2 schaffe. Insbesondere wenn in Deutschland nicht die Infrastruktur vorhanden ist, um das sozusagen weiter zu fördern und auch wenigstens, ich bin überzeugt, es gibt einfach so viele Leute, die Dota spielen würden, wenn sie zumindest nicht reich werden würden, aber zumindest überleben könnten so nur damit. Und das existiert ja aktuell gar nicht. Und ich finde, dass Paz eventuell dann auch einer der Kandidaten ist, der dem dann vielleicht so gesehen zum Opfer fallen könnte, vorausgesetzt, er möchte überhaupt noch weiterspielen, weil dann hat er eine richtig schlimme Situation, weil man nicht weiß, wie soll man die Rechnungen bezahlen, wenn man jetzt quasi nur Dota 2 spielt und wenn man studiert, ist ja sowieso schwierig. Ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall. Dota-Spielen rentiert sich nicht, es sei denn, du gewinnst das TI oder bist bei Navi oder Alliance oder EG und kriegst dann eben deine 1000 Euro bzw. Dollar im Monat. Und es gibt viele gute Dota-Spieler und selbst wenn du weißt, du bist einer von den, sagen wir mal, besten 100 in Europa, Amerika oder sogar weltweit, kannst du nicht unbedingt securen, dass dein Team deshalb Erfolg haben wird. Und eben, ja, du musst fast Vollzeit spielen. So wirklich High-Level-Play und Studio, das verträgt sich nicht. Und ich glaube, es gibt auch keinen, der jetzt auf dem TI war, der jetzt noch Hardcore-Student nebenbei war. Die haben dann alle davor, alle hatten auf einmal Zeit für Bootcamps und hier und da und waren da. Das ist jetzt. Selbst, also so Teams wie Fnatic und so, die haben einfach zwei, 3 Monate davor gebootcampt, sind jetzt letztendlich Achter geworden, aber stell dir mal vor, du machst diese 2, 3 Monate Bootcamp und wirst dann statt Achter, wirst du 12. und kriegst auf einmal gar kein Preisgeld und dann überlegst du ja schon, scheiße, das ist so die Zeit im Leben, wo du halt anfangen musst, auf eigenen Füßen zu stehen und Geld zu verdienen und du willst ja auch dann irgendwie nicht deinen Eltern und so auf der Tasche liegen und wenn du dann jetzt keinen krassen Sponsor hast, den ich dann trotzdem noch will, dann musst du einfach schauen, wie du deine Prioritäten im Leben setzt. Und Ganz ja. genau. Jo. Und du hattest ja, insbesondere ist das ein Thema, E-Sports, deutsche Dota-Szene. Ich meine, generell ist es aktuell, man muss sagen, es entwickelt sich, ne? Es kann natürlich schneller gehen, insbesondere auch für die Spieler, aber auf einem kommerziellen Level kann man schon sagen, mit Events, ne, ich denke mal so in Richtung Dota-LAN beispielsweise, da sieht man schon, was so ein bisschen auf uns zukommt, wenn man das so ein paar Jahre in die Zukunft projiziert. Aber da hattest du ja noch ein Konzept mit ausgearbeitet, wenn es um so ein Ligensystem geht. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte konkret, die es einfach einem Team ermöglichen, zumindest ein bisschen Kohle zu verdienen? Du hattest ja, vielleicht kannst du mal kurz auch gerne diese Plattform hier benutzen, um über das Konzept und auch die Organisation zu reden, mit der du da zusammengearbeitet hast und was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das heißt, zusammengearbeitet. Ich bin einfach nur so jemand, der ein bisschen Advice in der Hinsicht gibt. Und ich habe halt auf den Artikel, den ich da auf Dota so geschrieben habe, eben ein paar Leute habe ich dann angeschrieben und manche wollten halt was auf die Beine stellen. Die waren nicht mal noch so die seriösesten davon, halt, weil sie einfach diese Seite haben und ein bisschen, ja, schreiben. Ist eigentlich so eine Art deutsches Gosu-Gamers, kann man, denke ich mal, sagen. Nicht so aktiv, was Forum angeht, weil es halt noch neu und unbekannt ist, aber auf jeden Fall bringen halt so die klassischen News, die sind da alle da und wer zu wohin geht. Und sie wollen halt was auf die Beine stellen, haben auch diese Idee mit diesem Six-System gehabt, was jetzt, denke ich, innerhalb des nächsten Monats wird das, denke ich, online gehen. Und dann auch hoffentlich bald darauf. Ich bin da nicht persönlich involviert, deswegen, ich will keine Versprechungen machen, die letztendlich
niemand dann halten kann, weil ich bin ja nicht für verantwortlich. Also ja. Ich hoffe natürlich, dass das alles gut läuft und dass das dann bald an den Start geht, aber es liegt nicht an mir. Ich hoffe, dass sie es auf die Reihe kriegen, dass das mit den Sponsoren so klappt, wie sie sich vorstellen. Sie haben jetzt, es gibt jetzt zumindest diesen Cup, der wird, glaube ich, in anderthalb Wochen, ja, ich schaue gerade mal, am 22. September, das ist schon so ein kleiner Vorgeschmack, da wird es irgendwie 300 € Preismoney geben und halt deutsche Teams. Das ist schon mal ein bisschen was, weil ich glaube, so der letzte innerdeutsche Online-Cup ist schon eine Weile her, wo es Preisgeld gab und ein bisschen mehr als in Dota Mousepads zu gewinnen, Und das ist schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und wenn wir so, wenn diese Liga dann hoffentlich in 2, 3, 4 Monaten, ich weiß nicht, wie lange sie dafür brauchen und wie es mit Sponsoren aussieht, dann am Start ist, dann sollte man das auf jeden Fall unterstützen. Das wäre schon so der erste Schritt in die richtige Richtung, weil im Moment ist es einfach so, ich merke selber so die Erfahrung so mit Übelst, wir spielen Starladder, wir kriegen im Moment nur aufs Maul, stehen 0-7 oder so, haben auch, oder sag ich mal, kommen im Moment nicht viel dazu zu trainieren. Leute arbeiten teilweise und haben eben Jobs und Freundinnen und hier und da. Also das normale ja, Leben halt. Leben eines 20-Jährigen bis 25-Jährigen, was man dann eben macht. Und ja, man merkt, es reicht nicht, um ohne sehr viel dafür zu tun, mithalten zu können. Nicht mal mit den Anführungszeichen nicht absoluten Top-Teams, die eben ein bisschen mehr tun als man selbst. Und ja, das ist einfach ohne diesen lokalen Background fehlt leider auch der Sinn, sich da dann wirklich penetrant dahinter zu klemmen und zu sagen, okay, wir trainieren jetzt unbedingt, um dann Starlater anstatt 0-7 meinetwegen 5-7 zu haben. Und weil letztendlich verdienst du trotzdem nicht so viel Geld damit und musst immer noch viel Zeit rein investieren. Und natürlich probierst du dein Bestes, aber es ist nicht so einfach. Und das Level, was Dota hat, sag ich mal, es steigt immer weiter, je älter die Szene wird, je älter das Spiel ist. Und ja. International war so der Peak sozusagen, aber danach ist es nicht abgefallen, weil alle halbwegs interessanten Teams, die jetzt neu entstehen, die haben diese Erfahrung und die haben schon viel trainiert und sind als Spieler gewachsen. Und es ist einfach, es ist nicht mehr so einfach, in Anführungszeichen, wie früher, oben mitzuspielen. Ganz genau. Du musst als Team viel Training reinstecken. Ja. Ja, und die wissen dann auch ganz genau, so nach einem International, auch durch die Erfahrungen, worauf kommt es an? Ab einem gewissen Niveau, was sind tatsächlich unsere Baustellen, wo wir dann arbeiten müssen? Wo holen wir noch das letzte bisschen an Potenzial raus? Und da kann ja ein Team, wie das jetzt gerade sich irgendwie in Recklinghausen zusammenrauft, das ist ja noch Jahre entfernt in ihrer kollektiven Erfahrung, und diesen Vorsprung können sie nur aufholen, indem sie sich einfach nur richtig ranhängen und alles private Jobs, Studium, Freundinnen etc., also Freundinnen jetzt nicht unbedingt, aber halt Studium und Jobs halten einen halt so ein bisschen zurück, und dafür es fehlt die Infrastruktur, damit man diese Dinge, die einen zurückhalten, loslassen kann. Das heißt, einfach nur abschließend, es ist interessant in der Szene, viele Dinge müssen sich entwickeln, viele Dinge werden sich entwickeln, wir sehen auch einige Sachen am Horizont, und ich denke, es ist viel Potenzial in der Luft, weil ich denke, dass wenn man eine innerdeutsche Szene hat und da mal so 1.000, 2.000 Euro irgendwie im Prize Pool hat und dann insbesondere das Interesse von Zuschauern da ist, dann werden sich auch mehr Sponsoren finden und mehr Geld wird fließen. Das heißt, ihr zu Hause, alle 320, die jetzt noch einfach da sind und einfach noch zuhören, weil euch das genauso interessiert wie uns, weil wir eigentlich alle einfach nur Dota 2 Enthusiasten, E-Sports Sympathisanten sind, dann macht einfach weiter so. Danke, dass ihr zuschaut. Wenn ihr ich kann Leute, die Adblock anmachen, einfach gut verstehen, aber wenn ihr unterstützen möchtet, dann macht es zumindest für diese Streams hier aus. Folgt den Spielern, die ihr mögt, und schätzt auf Twitter, Facebook und so weiter und zeigt sozusagen euren Support. Es ist einfach eine neue Wirtschaft, die sich hier aufbaut, und das braucht einfach seine Zeit. ahcos, du warst so ruhig. Hast du noch irgendwelche abschließenden Kommentare? Ich bin gespannt, was mit Syndrome und Black passiert. Mhm. Das interessiert mich wirklich. Ich habe gerade eine klitzekleine Insider-Information erhalten. Warte, ich weiß nicht, inwieweit. Also es ist nur so ein kleiner Chat.
den Spaß gerade geschert hat. Es ist nicht wirklich was. Aber er hat Danger angekündigt, als Cinderin wohl momentan mit einem Team scrimmt. Es Aha. wird gefährlich. Ja, ja, interessant. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Ich meine, das ist eh so alles in alle Richtungen zerstreut von Maus, was schade ist, aber was ja fast ein bisschen abzusehen ist, ihr habt es ja schon gesagt. Ich weiß, genau, eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir es, hier auf deinem Stream war, EP, aber ich meine, bei dir oder bei Saga hatte ich es angesprochen, dass ich es gut fände, ich glaube, bei Saga war es, dass ich es gut fände, wenn das Price Pool vom TI 3 so ein bisschen nach unten gezogen wäre. Alex, ich glaube, du bist davon auch ein Befürworter, dass man nicht nur die ersten 8, sondern auch alle 16 so ein bisschen mit ein bisschen Geld versorgt und dafür meinetwegen den Price Pool nach oben hin so ein bisschen abflacht. Weil das würde dem Gewinner würde es echt nicht wehtun, wenn er, sage ich mal, ich weiß nicht, 200.000 weniger hätte. Ja, das ist vielleicht ja. ein bisschen viel, aber sagen wir 160.000 oder 150.000 und wenn es nur 100.000 sind und du das verteilst du auf alle 8 Teams, dann hat jeder irgendwie 12.000, hat jeder 2.000 wenigstens bekommen. Das ist, wenn auf man sparsam Fall. Lebt, reicht das für 3, 4, 5 Monate. Wenn man noch ein bisschen streamt nebenbei, dann kann man auf jeden Fall was mitmachen. Und das wäre gut gewesen. Das wäre ein Zeichen gewesen. Versucht wenigstens aus TI zu kommen, euch da ein bisschen reinzuhängen, dann habt ihr sozusagen ja kurzzeitig mal ein bisschen Knete irgendwie, könnt ihr mit was machen und wunderbar. Aber so ist es halt wirklich schwierig, wenn man darauf trainieren muss, unter den Top 8 zu sein, dass da nicht klappt. Ja. Ganz genau. Oder es ist ja auch so eine Sache, beispielsweise Valve hat ja auch viele, also ich denke auch, jeder Spieler, der da teilnimmt, sollte die Möglichkeit haben, entweder dann irgendwie mit ein paar Tausend nach Hause zu gehen, damit er wenigstens ein bisschen was hat, oder dass Valve dann irgendwie, wenn ich mal ganz outside of the box denken darf und so ein bisschen träumen darf, beispielsweise sagen, für das nächste Jahr, solange du spielst und noch aktiv bist in der professionellen Szene, kriegst du jeden Monat $500 oder so. Einfach du privat als Spieler. Ja, aber das ist halt, das wäre so eine Sache, was ja der große Dota 2 Konkurrent League of Legends, was Riot ja quasi macht. Die haben ja die ein paar Pro-Teams unter Vertrag genommen und damit wird das Spiel halt abhängig vom Hauptsponsor oder vom Publisher. Und das ist ja eine Sache, die Valve eben nicht machen will. Diese Dota 2 Szene ist ja eigentlich ziemlich unabhängig mit den ganzen Anbietern. Deswegen gab es ja auch dieses Drama jetzt zuletzt um die Premier League war es. Genau, Premier League. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch mitbekommen, ne, dass da irgendwie irgendwas war. Wenn man sowas natürlich, wenn man solche selbstständigen Anbieter hat, dann, naja, kann es solche Probleme geben. Aber dafür wird das ganze Spiel halt auch nicht abhängig vom Main-Sponsor mehr oder weniger, dass der dann die gesamte, alles entscheidet, wie sich die E-Sport-Szene entwickelt. Und das passiert halt bei League of Legends so ein bisschen. Ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich finde es, so wie Valve es macht, eigentlich richtig, so ein bisschen offenerer, freier Markt, wo auch freie Anbieter so ein bisschen Turniere ausrichten können und alles. Das ist schon okay, aber natürlich, klar, wäre es schön, wenn es sowas eine Möglichkeit gäbe, sich da so ein kleines Verdienst zu haben. Aber ja gut, wenn sie jetzt irgendwie 2.000 dann den Jungs geben, dann muss halt, es ist ja auch in Ordnung, ne? Wenn halt jeder, ja. jeder Teilnehmer da halt diese 2.000 bekommt, hypothetisch, dann kann er sich halt auch selber einteilen. Ne? Es gibt, wäre auf jeden Fall wichtig. Ich denke, das ist auch so, worum es eigentlich geht. Ne? Man muss, aktuell sind wir noch so jung als Szene, dass es wirklich nur darum geht, wie sichere ich eigentlich, wie halte ich einfach einem Spieler, der das Potenzial hat und das Können hat, es wirklich weit zu schaffen, den Rücken frei, dass er sich echt voll und ganz darauf konzentrieren kann. Und ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Und ich glaube, diese Frage und diese Problematik, die zeigt auch auf, wie getrennt E-Sports und auch das Computerspielen als solches so von dem Rest der Welt ist, von der Wirtschaft, auch von der Gesellschaft zu einem gewissen Stück. Das rückt mittlerweile ein bisschen näher, aber man ist halt echt abseits, wenn man sich für Zocken entscheidet und das auch ernst nimmt. Die International hat sehr viel Prestige, ist auch ernst genommen. Aber trotzdem, wenn man jetzt 5 Jahre lang spielt und dann versucht, hier sich von einem kleineren Cup zum nächsten kleineren Cup zu hangeln und dann nach 5 Jahren aufhört, dann hat man nix. Ja, man hat dann nix. Das ja. ist schon riskant, auf jeden Fall. Also das ist ein grundlegendes Problem vom E-Sports, das wahrscheinlich nicht gelöst wird, solange E-Sports noch nicht wirklich in den sozusagen gesellschaftlichen Zeitgeist aufgenommen wurde. Das ist schon
Schwierig. Aber ich glaube, das sind die richtigen Schritte, oder? So diese innerdeutschen Cups, wo es einfach mal klein losgeht, einfach mal gucken, was geht und ein paar Teams motivieren. Ich meine, wahrscheinlich wird die Szene sich eh von den Leuten zehren, die bei den Eltern leben. Beispielsweise Resolution, ne? 17 Jahre alt, vor kurzem noch 16, der ist noch Schüler und der hat halt die Zeit und Mutter kocht halt jeden Tag und das Den Essen ist halt auf dem ganzen Tisch. Tag kocht. Ne, das ist halt. Ich habe gerade an Kebab gedacht, sorry. Es ist. Hey, er ist ein echt netter Junge und hat jetzt Abi gemacht. Ja, also Abi Respekt, nachgemacht. ehrlich. Super. Das ist halt, Ja, das ich. ist stark. Das ist cool. Ja, gut, wir wollen es nicht allzu mega in die Länge ziehen, es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwelche krassen neuen Denkanstöße. Ja, also ich würde sagen, wir sehen uns alle wieder, spätestens zu, wenn René's Stream-Team das erste Official Game hat, werden wir, Jeden denke Fall. ich, alle da sein und vielleicht holen wir uns noch Roman oder Kuchen dazu, um wirklich alle Moves von René perfekt erfassen zu können. Und dann doppelklicken wir einfach Renés Held und kommentieren Wir, einen Scheiß. Wir gucken das nur wird, hin. das, das, genau, es, wir sollten es wirklich dann First-Person-View René casten. Ich weiß gar nicht, warum ich Mega lache. fett. Der René ist ein 5000-mal besserer Spieler als ich. Das ist ja René ist eine Macht. Das ist nicht falsch verstehen hier. Ja, na gut. Man darf gespannt sein. Sagen wir es Auf mal jeden so. Fall. Da kommt Großes auf uns zu. Ja, ich meine, für mich ist ja auch so eine Sache. Also auch für Content Producer ist auch so eine Sache. Auf der einen Seite, man hat einen Vollzeitjob, auf der anderen Seite, das ist eine Herzensangelegenheit. Man weiß, in absehbarer Zeit wird das Ding noch wachsen. Es wird größer werden. Aber es ist trotzdem einfach so ein bisschen Risiko mit dabei, ne? Und das ist, glaube ich. Das macht es mir möglich, mich so ein bisschen mit den Spielern zu identifizieren, weil das für die natürlich noch eine Ecke krasser ist. Ne? Also, es ist Ja, schwierig da auf jeden musst Fall. du einfach noch mehr Zeit investieren. Da hilft es dann halt nicht, wenn du einen Job hast wie du, dass du dann abends um 6 nach Hause kommst oder was. Das klappt vielleicht, sage ich mal, wenn du den ganzen Sommer durchzockst, dann kannst du für den nächsten Monat, für die nächsten 2 Monate vielleicht noch so halbwegs mithalten, aber danach fällst du allerspätestens ab und kannst halt dann nicht mehr mithalten. Ansonsten brauchst du halt wirklich dieses tägliche Training und auch wirklich deine 5, 6 Stunden irgendwie, um wirklich richtig krass in Form zu sein, mit deinem Team zu spielen, mit bestimmte Sachen von selbst funktionieren, dass du da nicht noch drüber reden musst, dass du die anderen einschätzen kannst, auch deine eigenen Fähigkeiten einschätzen kannst, dass du Helden perfektionierst, dass du dich über das neueste Meta, über den Gegner, der ansteht, informierst, alles Mögliche. Also, das ist klar, für Caster ist es natürlich auch sehr, 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 sehr hart. Du musst natürlich dranbleiben und so, aber du musst halt zumindest dieses so viel Zeit wie ein Spieler, glaube ich, musst du dann doch nicht aufwenden. Ja, nee, das ist absolut richtig. Und das ist eine Sache, die ist sehr interessant, die du ansprichst. Ich meine, ich habe gestern Abend, habe ich Revost streamen gesehen, dachte mir so, boah, geil. Ich zocke jetzt nicht noch eine Runde, sondern ich gehe jetzt rüber und gucke mir das auf dem Beamer so ein bisschen an. Und dann bin ich heute Morgen im Büro, der Junge streamt immer noch, ja? Ich habe gepennt, und dann gehe ich zur Arbeit und dann gucke ich kurz so zwischendurch auf Join Dota, der Junge streamt immer noch. Und dann abends oder nachmittags um 4 oder 5 geht er offline. Also 24 Stunden lang, einfach mal so. Gut, der ist jetzt halt auch relativ wohlhabend. Also von Aber da siehst du daher. mal, wie er seine Prioritäten gesetzt hat. Ne? Der hat schon echt viel Kohle gewonnen. Was macht der? Er sitzt zu Hause, zockt Dota. Naja, es macht ja auch Spaß, ne? Ja, das ist Insofern, cool. keine Ahnung, es ist halt ein Spiel. Ich glaube, ich habe noch kein Spiel, ich habe jetzt schon einige Spiele auch competitive gespielt und nur bei Dota bin ich so lange hängen Das geblieben. Ich beste glaube, Spiel das der sind sieben Welt. Jahre. Ganz Sieben einfach. Jahre und es wird einfach nicht langweilig, ne? Ich meine, das will was heißen. Ja. Ach, okay. Ja, genau. Alex, wie geht's? Proletastisch. Alex geht's schon. Hä? Proletastisch. Wie eh und je. Na gut. Also, im Chat gibt es noch einige, die Spaß gehabt haben und mitgesprochen haben. Tom Tucker schreibt, ist auch bei anderen normalen Underdog-Sportarten genauso, wo du als Profi null davon leben kannst. Da hast du recht, das ist ein gutes Argument. Ich meine, ein Freund von mir, der spielt Baseball. Und der hat auch gesagt, selbst in der ersten Liga kannst du auch nicht anständig davon leben hier in Deutschland. Also da hast du natürlich schon recht. Das stimmt. Vielleicht ist es doch nicht so schwierig, wie wir es uns ausmalen im E-Sports. Vielleicht sind es einfach nur Symptome, dass wir gerade dabei sind, uns zu entwickeln. Aber.
Ja, also ich würde es vielleicht zumindest in der Hinsicht ein bisschen anders einstufen, dass diese Randsportarten wie Baseball beispielsweise sind halt auch ein bisschen leichter mit dem RL irgendwie zu verknüpfen, ne? Also, ja, was heißt, das kann man so nicht sagen, aber das ist trotzdem was anderes, wenn du hier den ganzen Tag in deinem Kämmerchen hockst und mit Leuten nur noch über TS kommunizierst, kommst nicht mehr raus irgendwie, hast kein Sozialleben mehr. Wenn du dagegen irgendwie rausgehst mit deinen Freunden, deinen Teamkameraden, draußen spielst, das ist dann hat noch mal so einen anderen sozialen Faktor. Gerade dieses, dass man total kellern muss irgendwie, um wirklich mithalten zu können, das ist eine Sache, die fällt schwer. Also da sieht man das Sonnenlicht nicht mehr, wochenlang im schlimmsten Fall und keine Ahnung. Also es ist Ich schon glaube auch, dass man Jesus. als selbstständiger Rückenschultyp sehr viel Geld verdienen kann in nächster Zeit im E-Sports. Ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen älter werden, dann kommen die Probleme. Auch für die ganzen Pro-Spieler, die die ganze Zeit nur rumsitzen und zocken. Ich meine, Fnatic ist zum Beispiel ein Team, zumindest optisch, die halten sich alle ziemlich fit, aber viele andere sind einfach nur die ganze Zeit nur zocken. Aber deswegen hat Fnatic auch keinen Spitzenplatz gewonnen. Ja, genau. So, Stimmt. kann Nicht man committed jetzt genug. so oder so sehen, ne? Ich weiß es nicht. Ja. Okay, ich bringe das Ganze dann jetzt mal langsam zu einem Ende. Arkos, was gibt's noch irgendwas, was du sagen möchtest? Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. War wie immer ein Riesenspaß. Jo. Alles klar. Alex? Jo, ebenso. Vielen Dank und wir sehen uns bald. Jo. Ich Bei bedanke mich Kebabs auch bei erst euch. official. Genau, Kebab kriegen wir bestimmt auch nochmal hier auf die Show. Vielen lieben Dank an euch beide, vielen Dank an euch, dass ihr zugesehen habt. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann wie gesagt, ich habe es euch vorhin so ein bisschen mitgegeben. Die Leute, die ihr unterstützen möchtet, die Leute, die ihr mehr sehen möchtet und so weiter, die haben Social Media, Twitter, Facebook etc. Zeigt euren Support und dann wird das schon alles. Also, euch noch einen schönen Abend. Es ist Dienstag, haltet durch die Woche, kriegen wir auch noch rum. Also, bis. Ja, Bald. bis bald. Bis bald. Haut da rein. Ciao, ciao. Ciao.